So, jetzt sind wir live. Entschuldigung, meine Zuschauer, zu unserer zehnten Sendung, zu unserem ersten kleinen Jubiläum haben wir es geschafft, wirklich ein paar Pannen hinzulegen. Wir haben jetzt also schon 20 nach 6. Ich bin froh, dass ihr so tapfer da bleibt und auch, dass ihr uns über den Chat informiert habt, dass wir eben nicht live sind, weil ich mit meinen Gästen tatsächlich schon angefangen habe zu reden, weil wir hatten eigentlich die Sendung sozusagen schon gestartet. Jetzt, wir erwarten eigentlich noch ein, zwei Speaker mehr. Ich stelle sonst einfach mal vor, wer schon da ist. Das ist einmal die Petra Rusch, die Inhaberin von Kalamoda, die seit über 20 Jahren mit Hanftextilien arbeitet und seit 1996 hundertprozentiges Hanfjersey produziert. Wer die Homepage von Kalamoda schon mal gesehen hat, sieht, es sind sehr schöne, sehr natürlich wirkende Stoffe, die auch die Naturfarbe der Faser so ein bisschen noch verkörpern. Dann als zweiten Gast stelle ich den Robert Hertel vor. Er ist einmal der Ehrendirektor der rumänischen Hanf- und Leinenunion. Da will ich nachher noch mehr dazu wissen, ein bisschen. Er hat 1991 das Fair Trade Textilunternehmen Color Connection gegründet, das sich ab 1994 auch mit Hanftextilien beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Und seit 1996 wird dort ausschließlich mit Hanftextil gearbeitet. Und aus dem Himalaya zugeschaltet ist der Leon Söde. Viele kennen ihn als Digitalnomade, wie du auf den oder wie dieser Name entstanden ist, würde ich auch gern von dir gleich vielleicht noch wissen. Und er ist das Gesicht hinter Deep Fashion, hast du gesagt, ne? Deep Fashion. Genau. Und Lion Art Hemp Products. Ihr stellt sehr schöne, auch unter anderem Hanftaschen und Hanfaccessoires her, die ich wirklich sehr, sehr hübsch finde. Wenn die anderen Gäste noch dazukommen, dann werde ich die gegebenenfalls auch noch vorstellen oder sie sich selber, der Matthias und ursprünglich war die Ursula noch geplant, die nicht kann. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir nachher vielleicht noch zu sechst sind. Und an die Zuschauer, euch möchte ich informieren, das Gewinnspiel läuft und kurz vor Ende der Sendung werde ich die Gewinner bekannt geben. Es gibt ganz schöne Sachen, die natürlich aus Hanf hergestellt sind, zu gewinnen. So, jetzt wollen wir aber nicht viel Zeit verlieren, nachdem unsere Gäste und unsere Zuschauer schon so lange gewartet haben und steigen nochmal ein mit der ersten Frage. Und zwar, dass viele wissen, dass das Hanftextil nicht neu ist, sondern schon sehr lange Tradition hat eigentlich. Also viele wissen natürlich Hanftaue aus der Schifffahrt und so weiter und auch Hanfsegel. Aber tatsächlich sind auch Hanftextilbelege schon von knapp 4000 Jahre alte in China gefunden worden und eigentlich in allen Teilen der Welt durch die Jahrhunderte durch. So, und jetzt darf ich kurz noch den Matthias vorstellen, beziehungsweise er darf sich kurz selber vorstellen. Er ist als ziemlich kurzfristiger und spontaner Gast online gekommen und du darfst dich kurz vorstellen und auch sagen, was du im Bereich Hanftextilien arbeitest oder welche Berührungspunkte du damit hast. Gerne. Erstens, servus Leon. hört man mich? Denk gescheit. Ja. Also, herzlich willkommen. Also, schön, dass ich hier sein darf, so kurzfristig auch. Mein Name ist Matthias Eller. Ich bin einer der Mitgründer von Culture Sativa. Und wir sind momentan eine Informationsplattform, die als Ziel hat, Cannabis in all seinen Formen in die moderne Gesellschaft zu reintegrieren. Und im Bereich Hanftextilien, also generell, ich liebe Hanf, ich liebe Hanftextilien, ich liebe Hanf als Rohstoff. Und wir sind der Meinung, dass Hanf für alle leicht zugänglich sein sollte. Und wir möchten neben den Informationen und den Aufklärungen, die wir momentan betreiben, in Zukunft auch Textilien anbieten. Also zum Beispiel T-Shirts. Ich trage auch gerade ein 100% Hanf-T-Shirt. Und genau, so schaut's bei uns aus. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt,
über was wir alles reden können heute Abend. Und unten rechts sehe ich, wir haben noch ein sechstes Fenster. Das müsste die Christine Ladstätter sein. Christine, wenn du da bist, oben, oberhalb unserer Gesichter, müsstest du ein Mikrofonsymbol und ein Kamerasymbol haben. Wenn du die anklickst, müssen sie blau werden und dann müssten wir dich hören bzw. auch sehen können. Hallo, entschuldigt, etwas Jawohl. spät. Alles gut, alles gut. Wir haben uns selber, wie gesagt, durch etwas technische Pannen auch verspätet und sind jetzt noch gar nicht so lange live. Du kannst auch kurz. Ja, jetzt sehen wir dich auch. Du bist tätig auch schon sehr lange mit im Textilbereich bei Salewa. Du kannst dich vielleicht kurz vorstellen und auch die Berührungspunkte zu Hanf, beziehungsweise Hanftextilien, uns kurz schildern. Ich bin Christine Ladstätter. Ich arbeite seit sehr, sehr vielen Jahren bei der Firma Salewa und beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren mit der Faser Hanf, weil wir uns natürlich auch mit dem Thema auseinandersetzen, welche Fasern sind zukunftstauglich. In welche Richtung wollen wir gehen? Und da wir ein lokales Projekt mit Wolle auch seit einigen Jahren erfolgreich begonnen haben, haben wir uns überlegt, welche weitere Faser interessant sein könnte. Da haben wir uns Flachs angeschaut und Hanf. Und haben uns dann letztendlich für Hanf entschieden, weil es einfach eine super spannende Pflanze ist. Und wenn man sich länger damit beschäftigt, kann man sich regelrecht dafür begeistern. Und ja, ich bin wirklich sehr froh, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetzen durfte. Und wir haben jetzt längere Zeit entwickelt und haben jetzt vor kurzem die ersten Produkte in der Salewa Range vorgestellt. Ach super, sind die dann auch schon auf der Homepage? Das war jetzt bei mir schon ein paar Tage her, dass ich auf der Salewa Homepage war. Sind da schon Hanftextilien, also Hanfbekleidungen online? Online im Sinn, dass sie jetzt schon gekauft werden können, noch nicht. Wir lancieren jetzt die erste Kollektion mit Sommer 22. Also die Musterkollektion haben wir jetzt realisiert und es gibt eine limitierte Auflage von Kletterhosen, damit diese schon getestet werden können von interessierten Menschen. Ach super, da sind wir sehr gespannt. Wer würde nicht gern mal Hanftextilien testen? So, und jetzt steige ich mit der ersten Frage ein. Als wir dachten, wir seien schon online, hatte der Robert die mir beantwortet. Deswegen darf er gleich seinen Wortlaut noch einmal wiederholen. Also wir wissen, alle Hanftextilien sind keine ganz neue technische Errungenschaft, sondern die haben wirklich eben Tradition. Wir haben Belege von Hanftextilien von 2800 vor Christus in China. Und durch welche Materialien und aus welchen Gründen wurde die Hanffaser quasi abgelöst von anderen Textilien? Ja, also ich fange nochmal Ja. an. Wir hatten also Anfang des 19. Jahrhunderts ja die Baumwolle, die aus den neuen Kolonien kam, ja, als neuer großer Konkurrent. Aber vor allem hatten wir die Industrialisierung. Und die ersten Maschinen, die es damals gab, die waren eben alle noch recht primitiv. Die waren auch recht offen, es gab keinen Schutz. Alles bestand aus drehenden Teilen und die Hanffaser ist sehr lang und die reißfesteste der Welt. Und deswegen gab es also große Probleme bei der Mechanisierung des Spinnvorgangs. Und zum Spinnvorgang selbst, also wer schon mal so rumprobiert hat, sei es an dem Spinnrad oder einfach so mit den Fingern Fasern zu einem Garn zu spinnen, der kennt den gewaltigen Unterschied zwischen Wolle, das ist wohl so ziemlich das Einfachste, ja. Baumwolle ist ähnlich
Und Hanf ist die hohe Kunst. Also man muss da viel Fingerspitzengefühl entwickeln. Und Fingerspitzengefühl ist etwas, was Maschinen damals gar noch nicht kannten. Ja, und noch dazu eben die Gefahr für die Maschinen selbst, die langen und reißfesten Fasern, die sich umwickelt haben um gewisse Maschinenteile und dafür Probleme gesorgt haben. Und es war eben viel leichter, mit anderen Fasern zu arbeiten, als mit der Handfaser. Und so kam sie ein bisschen ins Hintertreffen. Ja, wobei der eigentliche Tod sozusagen der Handfaser in unseren Breitengraden war die Prohibition. Denn die Technik hat sich auch für Hanf weiterentwickelt. Am Anfang war es sehr schwer. Deswegen waren die ersten billigen Produkte eben eher, also die maschinell hergestellten aus Wolle, Baumwolle, aber auch aus Leinen. Leinen ist auch um einiges leichter zu verspinnen. Aber es gab hochtechnische Produkte bis zum Zweiten Weltkrieg aus Hanf. Das hat sich eigentlich ständig verbessert. Ja, die Kottonisierung wurde erfunden, etc. pp. Aber erst durch die Prohibition ist das Ganze dann wirklich zum Erliegen gekommen. Ja, auch die Weiterentwicklung der Maschinen jetzt speziell für diese Faserpflanze. Wie ist denn das? Also wir hatten neulich in der Sendung eben schon mal Hanf als Faserrohstoff, also nicht wirklich als Thema behandelt, aber angeschnitten. Und da hatten wir es eben auch davon natürlich, dass es dieses, was du beim Spinnen erwähnst, war auch natürlich beim Ernten problematisch, dass man es einfach mit einer, also wegen der Erntemaschinen, dass man es mit einer wesentlich stabileren Pflanze zu tun hat und wesentlich widerspenstigeren Pflanze zu tun hat, die mit herkömmlichen Getreideerntemaschinen nicht so genau ganz zu beeindrucken ist immer. Jetzt sind da natürlich viele technische Innovationen notwendig und das macht vielleicht den Hanf als Faserlieferanten oder als Rohstoff in dem Moment auch teurer. Wirkt sich das in dem Fall jetzt auch in der Produktion, also im Verspinnen und Weiterverarbeiten auf die Preise von Hanftextilien aus? Ja klar, das ist das Problem. Das ist das Problem, warum Hanf so teuer ist im Verhältnis zu anderen Naturfasern. Aber vor allem zur Kunstfaser natürlich. Wir haben heute, wenn ich ein feines Hanftextil herstellen will, wenn ich ein feines Garn herstellen will, dann haben wir zum Beispiel eine Maschine im Einsatz, der vertikale Kämmer, damals erfunden von der Firma Mecki. Der ist heute 110 Jahre alt. Also vor 120 Jahren genau wurde die Maschine, haben sie angefangen, die zu entwickeln. Ja? Mhm. Und die feinsten Hanfstoffe, die wir produzieren, für die brauchen wir genau noch diese Maschine. Ja, man muss jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, um sich vorstellen zu können, dass man mit heutiger Technik, ja, sei es der Werkstoff, sei es die Sensorik, dass man das viel besser machen könnte als vor 100 Jahren. Nur es investiert niemand da rein. Die Entwicklung solcher neuen Maschinen kostet Geld. Keiner glaubt an den Markt, an die große Zukunft, mit Ausnahmen der Menschen hier in der Runde, ja, natürlich, aber das ist genau das große Problem, dass wir in der Produktivität, also die Pflanze auf dem Acker ist eigentlich die günstigste Faser, die man ernten kann, ja, pro Hektar. Also in welcher Zeit, wie viel Fasermasse entsteht, sollte Hanf eigentlich das billigste Produkt sein, das wir finden, abgesehen von Kunstfaser. Ja. Aber dadurch, dass wir in der Produktivität quasi im letzten Jahrhundert leben, ja, mit der Maschinentechnik, das macht den Hanf heute letztendlich so teuer. Und jetzt Petra zum Beispiel als Hersteller, wie ist es bei euch? In dem Fall, ihr musstet ja dann auch von der Textilverarbeitung her, musstet ihr da irgendwann umstellen und wie große Investitionen in andere Maschinen tätigen, um mit Hanf arbeiten zu können? Oder wie war da das der Einstieg ins Hanftextil und in die Herstellung? Petra, hörst du mich? Ich weiß nicht, ich sehe sie, aber ich höre nicht. Der einen Strick hatte, der ist verzweifelt. Kannst du hören? Ich höre jetzt ganz wenig, aber ein bisschen abgebrochen, ein bisschen abgehackt. Aber vielleicht, ich sehe schon da. Petra, ich glaube, du hast schlechten Empfang. Vielleicht, dass du den Ort wechselst. Ich glaube, das ist schlechtes Netz. Wir sehen dich ganz schlecht und hören dich auch nicht wirklich.
Aber vielleicht kannst du es mir sagen, wie ist es bei dir, Leon? Werden die Sachen, die Hanftextil-Dinge auch jetzt in Nepal gefertigt, also im Himalaya, wo du bist? Wird da in Deutschland verarbeitet oder wie läuft das bei euch? Also wir werden hier zwei verschiedene Arten von Stoffen entwickelt. Also das eine ist maschinell und das andere ist rein von Hand. Also selbst der Webungsvorgang, ich kann euch dann ein paar Bilder auch zeigen, ist ohne irgendein technisches Werkzeug. Also quasi der Stoff der Ureinwohner, Stammesbewohner, die vor 10 Jahren noch gar keinen Strom oder eine Straße hatten. Also richtig, richtig ursprünglich, so wie vor 4000 Jahren schon der Stoff hergestellt wurde. Das ist aber ein Stoff, mit dem kann man keine T-Shirts machen oder modisch angenehme Kleidung. Das ist auch was der Robert vorher erklärt hat, dass durch die Industrialisierung sich viel verändert hat, die Standards, und dass Hanf ja nicht industrialisiert wurde und nicht die Maschinen entwickelt wurden, so wie jetzt für Baumwolle oder andere Produkte. Die haben hier in Nepal noch vor 50 Jahren die Kleidung getragen, aber selbst in den Dörfern der Ureinwohner tragen die chinesische Importkleidung mittlerweile, weil es halt einfach leider günstiger und bequemer ist. Und wir setzen uns für eine Organisation ein, die dieses alte Wissen quasi bewahren. Und der Sohn dieser Lehrerin, also die große Mutter dieser Hanf-Webschule, selbst der Sohn kann keinen Stoff mehr weben. Also es ist schon kurz vorm Aussterben die ursprüngliche Kultur. Und ja, es ist halt wirklich schwierig, den Hanf zu industrialisieren und leistbar zu machen. Ich zeige euch kurz ein Foto, dass ihr einen Einblick habt, wie das hier, also es ist fast unglaublich für uns Europäer. Ja, Der genau hier. Hanf wird händisch geerntet, abgezogen und dann zum Zwirn verdreht und dann anschließend, also wird geklopft, alles ohne Maschinen. Dann wird dann von Scheiße, Mama im Dorf, die quasi unterrichtet, die das Wissen noch behalten hat. Hier ist eine Ladenbesitzerin, die nebenberuflich den Zwirn dreht. Das macht das ganze Dorf in seiner Freizeit. Die bringen das dann der Webmeisterin. Und auf die Art und Weise wird der eine Stoff dann gewebt. Also wir haben auch einen Stoff in Kathmandu, der wird von Maschinen gewebt in einem ähnlichen Verfahren. Aber hier sieht man rein mit Holz, Bambusstecken und händischer Hilfe, wie vor 4000 Jahren schon. Und diese Kleider haben sie getragen, damals auch im Bürgerkrieg. Und die Dorfbewohner sagen, das hat ihnen vor der Pest geschützt. Also es hat sie quasi bewahrt vor Infektionen. Und bei Hochzeiten wird es noch getragen, aber sonst nicht. Ja. Okay. Jetzt habe ich gerade kurz hier schon eine Zuschauerfrage. Hat die einer von euch im Angebot, also im Sortiment quasi auch Hanfgarn zum selber verarbeiten? Aber ich Gibt es denke. in Nepal, ja, gibt es in Nepal. Das Problem mit Hanfgarn ist, Ah, das Petra, cool. Problem, Super, super, sorry. Petra ist da. Hallo Petra, super, jetzt Ja, deine Antwort. jetzt ist es auch viel flüssiger. Jetzt kannst du uns noch mal ein bisschen aufklären. Und zwar, euer Dekanamoda ist ja irgendwann quasi von auch herkömmlicheren Textilien, beziehungsweise irgendwann, ah, nee, Kanamoda, Entschuldigung, jetzt, das war eine Verwechslung. Aber wie ist es, waren bei euch große Investitionen in spezielle Maschinen nötig, um Hanftextilien herzustellen? Oder war alles auf einer bestehenden Infrastruktur möglich? Nein, also der erste Stricker, der mal gestrickt hat, der ist echt verzweifelt am Garn. Der hat es dann gelassen. Und dann habe ich einen zweiten Stricker gefunden, der hat eine alte Rundstrickmaschine umgearbeitet und sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt, um das Garn so zu verspinnen, wie wir es jetzt heute haben. Also er hat viel
reingebracht. Ich kenne mich vor Maschinellen gar nicht aus. Ich hatte bloß die Idee gehabt, den Hanfkirsee haben zu wollen. Und mein Stricker hat das dann umgesetzt. Okay, dann. Einfach war es nicht. Dann kann ich die. Jawohl, der Fehler. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe noch ein T-Shirt. Das war das erste T-Shirt mit. Kann man es lesen? To Peter Love. Jack Hero. Sehr schön, echt sehr schön. Ja. Jetzt hatte der Robert der sich hat damals in Auxel das T-Shirt unterschrieben. Super. Auf der Messe. Das ist sicher ein begehrtes Teil. Wenn man sowas als Handsteckziel hat, das müsste man fast einrahmen. Das ist der erste Stoff, auf der man jetzt, wenn man in einer bestehenden Infrastruktur wie bei Saleva arbeitet, jetzt gebe ich die Frage, die ich vorgestellt habe, einfach an die Christine weiter, und man wird dann betraut mit einem Projekt mit Hanf zu arbeiten. Welchen Aufwand betreibt man? Also wo sagt man, okay, da sind Mordsinvestitionen notwendig, und an welchen Stellen sagt man, okay, da können wir mit dem arbeiten, was wir eigentlich bis jetzt schon haben? Nicht mehr. Also wir haben ja keine eigene Produktion, sondern wir entwickeln Textilien und Produkte mit Lieferanten. Und der Anspruch, den wir hatten, wir sind ja im Bergsport tätig, und ein großer Bereich unserer Textilien wird noch mit Synthetikfasern hergestellt. Und diese Textilien sind ja alle extrem glatt und weich. Und wir haben gelernt, dass wir eigentlich sehr wenig wissen von dieser Faser, und dass die Menschen, mit denen wir dann auch sprechen und die das anfassen, diese Faser eigentlich überhaupt nicht kennen und die erst wieder kennenlernen müssen, auch erfahren müssen, wie sich das trägt und was das überhaupt bedeutet, eine andere Faser zu tragen, wenn man Sport betreibt, wenn man sich bewegt. Und der Anspruch, den wir an uns hatten, war, ein Textil zu bauen, das sich unserer Welt nähert und das wir dann natürlich auch erklärt kriegen und das wir anfassen können und sagen, okay, das mögen wir. Und das war extrem schwierig. Also wir haben gemerkt, dass dieses Land dazwischen einfach extrem groß ist, auch innerhalb der Firma, mit den Leuten, die sich mit Textilien auskennen und so weiter. Der Anspruch war, am Anfang wollten wir unbedingt mit europäischer Faser arbeiten und haben dann gemerkt, dass das nicht geht, dass es extrem schwierig ist, Fasern zu finden. Dass diese Lücke, diese maschinelle Lücke, von der Robert erzählt hat, die ist einfach extrem groß. Und jetzt, Entschuldigung. Ja, und so haben wir uns Schritt für Schritt einfach weiter bewegt, haben Versuche gemacht, haben Strickversuche gemacht, haben Leute gesucht, die es gewagt haben, dieses Garn auf die Maschine, auf Strickmaschinen laufen zu lassen. Das war auch nicht einfach, weil die Nadeln zerbrechen. Also es ist wirklich nicht einfach, aber diese Proben, die wir gemacht haben, die wir teilweise auch nur in kleinster Form hingekriegt haben, sind total faszinierend. Also und wir mussten dann natürlich auch Kompromisse schließen, und das, was wir im Moment anbieten, ist ein Kompromiss. Das war eigentlich nicht das Ziel, wo wir hin wollten, aber es ist ein schöner Kompromiss, weil die Leute, wir haben dann über 2 Jahre lang die Materialien ausprobiert und Feedbacks eingeholt und haben auch Labortests mit Feldtests verglichen und da auch festgestellt, dass es große Unterschiede gibt zwischen dem, was das Labor sagt, hält nicht, und dem, was dann die Hose oder das Textil wirklich ausgemacht hat.
Das war gut, also die Leute waren begeistert und deshalb haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht. Und das ist kein europäischer Hanf, also der kommt aus China. Und ja, aber wir möchten auf jeden Fall diese Idee, diese Pflanze hier wieder wachsen zu sehen und auch die Möglichkeit, mit dieser textilen Faser etwas machen zu können, an der möchten wir dranbleiben. Und ich bin auch keine Maschinenexpertin, aber ich habe gemerkt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und vielleicht kann Robert uns da ja auch weiterhelfen. Vielleicht gibt es wirklich, ich meine, mit der Technologie, die wir heute haben, muss es doch einen Weg geben, diese wertvolle Ressource auch umzusetzen für die Zukunft. Genau, Robert. Ja, ich glaube, an der Stelle sollten wir eins mal ganz, ganz klarstellen. Wir haben in Europa im Moment weder spinnfähige Fasern noch jemand, der sie verspinnen könnte. Also nicht zu 100% Hanfgarn. Wir haben Forschungsprojekte noch und nöcher. Da entstehen ab und zu irgendwelche Kleinmengen, die manche auch anbieten. Aber wir haben keine Anlage in ganz Europa, die in der Lage wäre, Fasern in der Qualität zu produzieren, die man für einen 100% Hanfgarn braucht. Ja, und wir haben auch nicht mehr die Maschinen. Also als ich angefangen hatte, hatten wir noch die kompletten Produktionsketten hier in Europa. Ja, es ist leider, das ist der traurige Part an der ganzen Geschichte. Ja, was ich erlebt habe in diesen 30 Jahren, das war der Niedergang. Also der absolute Niedergang der europäischen Hanfindustrie. Wir hatten die mal, aber sie existiert schlichtweg nicht mehr. Und es gibt leider immer wieder, tauchen auch neue Brands auf und sonstiges, die europäischen Hanf anpreisen. Wenn das nicht ein Garn ist, das man für einen Massagehandschuh benutzen kann und das 30% Hanf ausweist, dann ist es nicht aus Hanf. Ja? Weil wir haben schlichtweg die Maschine nicht mehr, wir haben die Anlagen nicht mehr in dem ganzen Bereich bis zum Garn. Wir können hier in Europa ein fertiges Hanfgarn stricken, weben und sonstiges zu einem fertigen Textil, aber wir können kein Garn herstellen. Punkt. Und Ja, deswegen. woran, ja? Ja, das wollte ich auch noch kurz mit reinbringen. Die Prohibition hat uns einfach in der Forschung und Entwicklung, also die europäische Forschung und Entwicklung in der Hanfindustrie, komplett zurückgeworfen. Wenn man allein die Anbauflächen anschaut, China hat circa 65.000 Hektar Hanffelder und Österreich hat 1.400, Deutschland hat, ich weiß nicht, vielleicht 2.000 oder ein bisschen mehr. Also in der gesamten EU sind es knapp 50.000 in der Ja, ganzen genau. EU. Und wir haben gar nicht wirklich so die Möglichkeiten, dann einfach mal so ein paar tausend Hektar herzunehmen, nur für die Forschung oder ähnliches. Also da haben die in China einen enormen Vorsprung uns gegenüber. Und da müssen wir vor allem hier in Europa einiges aufholen. Und vor allem auch, wenn es in Richtung Innovation bei den Maschinen geht, was eh schon gesagt wurde. Ja, aber wäre es nicht quasi möglich, einfach direkt sowas von China zu übernehmen? Ich meine, klar, natürlich Forschung und eigene Innovation ist natürlich eine gute Sache, aber wenn man jetzt weiß, in China besteht eine Maschine, die kann das, dann wäre es nicht ein leichtes, das einfach zu übernehmen? Oder wo sehe ich es falsch? Der Robert. Danke, sorry, ich will hier nicht die Zeit an mich reißen, ja. Aber Alles gut. nochmal, um das klarzustellen, also es braucht natürlich viel Erfahrung, ja. Und wir sind übrigens, wir arbeiten im Moment in China mit französischem Hanf. Ja. Wir versuchen da alles aus diesen französischen Fasern gutes Garn näher zu bekommen. Klappt aber auch nicht so richtig, ja. Aber ich kann dir sagen, es gibt in China Menschen, die sind auch genauso hanfaffin wie alle hier in der Runde, ja. Und die haben aber ganz andere finanzielle Mittel wie wir, ja. Klar. Ich denke da persönlich an jemanden, der hat 70 Millionen in die Hand genommen für die Hanffabrik. Ja, und es ist jetzt ja kein Pappenstiel. Und bei den Chinesen funktioniert die Rohstoffseite. Also es geht da nur um eine Spinnerei. Ja, und trotzdem, obwohl der Mann auch die besten Leute abgeworben hat im ganzen Land mit, ja,
haben die jetzt 7 Jahre gebraucht, ja, um qualitativ auf den Standard zu kommen, der bereits existiert hat, ne, mit einer neuen Fabrik. Und abgesehen von den 70 Millionen muss man so eine Fabrik mit allen Mitarbeitern mal 7 Jahre am Laufen halten. Das kommt noch obendrauf, ja, um zu schaffen, dahin zu, und genau da liegt das Problem. Ich glaube schon daran, dass wir da mal was übernehmen können. Aber wenn dann nur in Kooperation mit China. Es muss auch nicht jeder Einzelne das Rad neu erfinden. Ja? Man muss Partnerschaften eingehen. Das ist was generell im Hanfbereich scheinbar unmöglich scheint zwischen Firmen. Es ist immer so, also jeder meint immer, er entwickelt sich jetzt da gerade zum König des Hanfes, ohne das Gesamtbild zu sehen. Aber ich glaube schon, also dass wir vielleicht irgendwann in Kooperation mit einem großen chinesischen Partner hier in Europa vielleicht auch wieder spinnfähige Fasern und auch Garne machen können, ja. Aber das ist auch noch ein Weg, ja. Aber wenn die Chinesen stellen sich gerne breit auf und die haben auch genügend Probleme im Land momentan, sei es auf der landwirtschaftlichen Seite, sei es bei der Ernte, wo wir zum Teil in Europa ein bisschen innovativer und sogar ein bisschen schneller sind, um gewisse Probleme zu beseitigen. Mhm. Ja. Aber dieser Kernpunkt des Spinnens, ein wirklich gutes Garn zu machen, da haben wir momentan schlichtweg nur China, wo Leute mit Erfahrung sind. Und wenn ich das Geld auftreiben kann. Eine kritische Frage. Was haltest du von Rumänien, den Maschinen und. Welche Maschinen? Die sind alle weg. Die rumänischen Stoffe, kennst du die aus Rumänien? Da ja, die sind aus chinesischen Garnen, entschuldige. Ah, die verwenden chinesischen Garn mit ihren... Und behaupten dann, es wäre rumänischer Hanf. Es gibt in Rumänien keinen Hanf mehr für Textil. Schon seit 2000... Es geht um die Farbe der Pflanze, die einfach nicht mehr passend ist. Um die perfekte Sorte quasi. Nee, es sind die Maschinen gar nicht mehr da. Als ich 1995 nach Rumänien kam, existierten auf dem Papier noch 17 Hanfschwingen. Von den 17 Hanfschwingen waren damals ungefähr noch 4 in der Lage, tatsächlich zu produzieren nach der Revolution mit den ganzen Wirren etc. pp. Mhm. Ja. Aber diese korrupte Privatisierung damals im Land, ja, die quasi in der Hand des Securitate lag, nachdem der Diktator abgesetzt wurde, die haben die Maschinen zu Geld gemacht über Nacht. Also ich kenne da drüben Betriebe, die haben in 3 Schichten produziert, ja, mit 2400 Mitarbeitern. Und die standen nach einem Wochenende auf der Straße, weil keine Maschinen mehr da waren in der Fabrik. Und die wurden zum Schrottpreis verkauft. Da ging es um schnelle Geld. Und da ist Technik verloren gegangen, die Chinesen bis heute nicht, oder niemand, nicht nur die Chinesen, bis heute replizieren kann. Es gab in Rumänien zu der Zeit Qualitäten, die kann heute niemand mehr auf der Welt. Und die werden auch nie mehr zurückkommen. Und jetzt, Leon, vielleicht kannst du uns das, was ist der Anspruch an eine Faser, den wir heute gerade in Europa nicht hinkriegen oder in Deutschland? Was liegt es an den Sorten, die uns im Nutzhanfkatalog zur Verfügung stehen? Oder woran liegt es, dass wir nicht die Faser haben, die man jetzt zum Beispiel in China findet? Naja, würde man jetzt die Arbeitszeit rechnen, die es bräuchte. Also würde man jetzt diesen Stoff hier in Nepal, der von Ureinwohnern händisch verarbeitet wird, würde man das in Europa machen, dann wird 1 Meter Stoff wahrscheinlich 250 Euro kosten oder 300 Euro. Und das Problem ist nicht die Hanfpflanze, glaube ich, sondern die Gesellschaft und die Profitmargen, die ganzen Vertriebsstrukturen, dass viel auf Wegwerfgesellschaftsstrukturen aufgebaut ist, also schnell nachkaufen. Wir sind es gewohnt, 10 Hosen zu haben und 10 T-Shirts, aber früher hast du vielleicht im Leben 2 Hosen und 2 Hemden gehabt und das war genug. Und wenn ein Loch war, hast du es reparieren lassen und dir kein neues gekauft. Und niemand will halt heutzutage viel Geld ausgeben, außer es steht Hugo Boss drauf. Also da muss ich, glaube ich, die Gesellschaft ändern. Und nicht die Hanfpflanze ist zu langfasrig oder die Hanfpflanze ist dies oder jenes, sondern ich glaube, die Gesellschaft ist einfach zu schnell und
zu schnell industrialisiert worden und globalisiert worden, weil in Wahrheit ist nicht die Lösung, den perfekten Hanfstoff zu entwickeln, sondern dass wir wieder zurück zum Ursprung kommen und vielleicht mal selber was produzieren, zu Hause, und nicht davon ausgehen, wir wollen jetzt ein super Hanf-T-Shirt für 35 Euro im Shop haben, was genauso weich ist und genauso toll wie bei H&M. Ich glaube, da werden wir nie hinkommen. Das ist eine Wunschvorstellung. Eine der guten Eigenschaften oder der vorstehenden Eigenschaften der Hanffaser ist ja so ein bisschen ihre Langlebigkeit, dieses Robuste, was sie einfach hat. Und eben da du gesagt, wie du ja gesagt hast, das mit Gesellschaft und diesen 10 Hosen und 10 T-Shirts und was man nicht alles hat, und die Industrie ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Hugo Boss bin, dann will ich dir heute ein Hemd verkaufen, aber ich will ja nicht, dass das dir 20 Jahre hält, weil ansonsten verkaufe ich dir in Zukunft keins mehr. Ist das für die Hanftextilbranche auch ein Problem? Oder wie geht die mit dieser Nachhaltigkeitsanforderung? Ich meine, die Hanfbranche ist im Lebensmittelbereich und in anderen Bereichen auch sehr an Nachhaltigkeit interessiert. Wie geht man damit um, wenn man sagt, okay, ich produziere eigentlich was jetzt, zum Beispiel jetzt nehmen wir einen Rucksack von dir, den ihr herstellt, und der ist sehr langlebig. Wie geht man damit um, wenn man sagt, okay, ich verkaufe einem Kunden das, aber vielleicht braucht er jetzt dann 10 oder 20 Jahre keinen Rucksack mehr? Also ich glaube, beim Hanf ist es so wie bei Hugo Boss, sobald Hanf draufsteht, kannst du es teurer verkaufen, und die meisten Hanf-Modeprodukte sind auf dem Markt, weil man damit mehr Geld machen kann. Also es gibt wenige, die wirklich Idealisten sind. Und die chinesischen Hanfstoffe größtenteils werden ja auch so chemisch verätzt, dass es überhaupt zu einem Garn oder Stoff behandelt werden kann. Das heißt, vom ökologischen Fußabdruck ist der Stoff nicht besser als eine Baumwolle. Und hier in Nepal haben wir auch oft den Fall gehabt, dass uns Stoffe angeboten wurden, die gar kein Hanf sind, sondern Brennnessel oder andere Pflanzen, und sie einfach nur ein Hanf-Logo drauf machen, damit sich's halt gut verkauft. Und da sieht man halt den Zeitgeist der Industrie, dass es halt, ja, das ist ein wirklich guten Hanfstoff herzustellen. Ich weiß nicht, ob wir das in den nächsten Jahren wirklich schaffen werden. Ich wünsche es uns. Ich denke aber vielleicht Kompromisse, wie wir haben so Bambus-Hanf-Mischgewebe, was einfach, ja, der Bambus ist halt weich und Hanf nicht. Und Hanf weich zu bekommen, ist ja, ich weiß nicht, Robert, wie siehst du das? Also Hanf ist einer der weichsten Fasern, meiner Meinung nach. Vor allem, je öfter man Hanf auch trägt, desto weicher wird sie. Sie ist halt auch super beständig. Aber jetzt zu den anderen Produkten, was du vorhin gesagt hast, so wie Brennnessel oder Ähnliches. Was vielleicht auch interessant ist, dass Hanf- und Leinfasern ziemlich ähnlich sind. Also sie sind im Grunde recht identisch oder austauschbar. Und oft kann man auch nur den Unterschied unter einem Hochleistungsmikroskop erkennen. Also da braucht man wirklich ein geübtes Auge, um den Unterschied zwischen Hanf und Lein eigentlich auch zu erkennen. Das wird auch in der Geschichte oft halt miteinander vermischt. Also auch früher in Deutschland oder Ähnliches. Ja, Petra, du kannst uns vielleicht kurz aufklären, Hanf-Jersey, wie ist das, was ist das und wie muss ich es mir genau vorstellen? Weil zum Beispiel, wenn ich auf Kanamoda, also findet man ja auch jetzt zum Beispiel eine Boxershorts, die sieht schon auf dem Bild sehr weich aus, oder? Ich nehme nicht an, dass man da was Struppiges sich anlegt, sondern schon, dass es eine sehr gemütliche und weiche Bekleidung ist. Ja, natürlich, für Unterwäsche soll ja die Textil ja auch so sein, dass man sie auf der Haut tragen kann. Hautfreundlich, temperaturausgleichend. Und den Jersey, den wir haben, der ist eigentlich genauso weich wie die Baumwolle auch. Ein bisschen schwerer vom Material her, aber ansonsten ist kein großer Unterschied zu sehen. Weil Christine? Die Leute wollen ja das Gleiche haben wie die Baumwolle auch. Ja. Was macht denn? Keinen großen Unterschied. Entschuldige. Ich spreche immer rein, weil manchmal der Ton abhängt. Oder denke ich dann immer fast, dein Satz ist schon fertig. Soll ich kurz die Christine fragen? Was macht denn Hanf für Bergsportbekleidung, auf die Salewa spezialisiert ist, so interessant?
Ja, das Erste ist sicher diese Stärke, dass man einfach sagt, Hanf ist die stärkste Naturfaser und hat natürlich auch Geschichte geschrieben, weil die Seile wurden früher aus Hanf gemacht und damit wurde auch Berggeschichte geschrieben, also genauso wie die Seile für die Segel und so weiter. Die Erfahrung, dass diese Faser, wenn man sie trägt, sie fühlt sich ja, ich habe jetzt auch eine Hanfhose an, die ist, wenn sie nicht angezogen ist, wie ein Brett, das ist eine hundertprozentige Hanfhose. Aber wenn sie angezogen ist durch die Körperwärme und die Feuchtigkeit, passt sie sich an. Und es ist unglaublich, wie angenehm die eigentlich zu tragen ist. Wir verwenden jetzt kein hundertprozentiges Hanf, weil es wirklich zu raff ist, also zu kernig im Tragegefühl und auch wenn man es anfasst. Aber es ist gleichzeitig auch spannend, weil Bergsport ist kernig vom Charakter her und mit dieser Faser zu arbeiten und sie irgendwie in ein Textil einzubringen, ist schon spannend. Und was uns ein großes Anliegen ist einerseits dieser Körperkomfort, der ganz anders ist als mit Synthetikfasern. Also das merkt man ja auch mit Wolle, aber Hanf hat da vor allem für wärmere Temperaturen ist die Faser extrem spannend. Und dann ja, einfach diese Idee, eine Pflanze wachsen zu sehen, das ist ja vorhin auch angesprochen worden, die Möglichkeit zu sehen oder das anfassen zu können, wo kommt die Faser her, was kann man damit machen. Wir haben ein kleines Feld angebaut, wir haben mit den Leuten dann die Pflanze geerntet, wir haben gebrechelt, wir haben geschaut, wie fühlt sich das eigentlich an. Das ist extrem spannend. Im Textil oder in der Sportbranche ist es ja so, du gehst in das Geschäft rein und kaufst dir das Teil und du weißt eigentlich nicht, woher das Material kommt, wie es hergestellt wird und so weiter. Und ich glaube, dass dieser Aspekt immer wichtiger wird. Und ich glaube, es ist auch okay, wenn jemand ein Teil dann wirklich 20 Jahre lang hat. Weil wenn ich einen Teil 20 Jahre lang habe, dann habe ich es auch wirklich gern. Und das heißt, es hat wirklich viel mit mir auch erlebt. Und das glaube ich, ist wieder ein aktuelles Thema. Das heißt ja nicht, dass ich deshalb nichts mehr kaufe, wenn wir jetzt kommerziell denken. Aber es ist ja ein viel beziehungsreicheres Produkt für das Leben eines Menschen. Und ich glaube, das wird wichtiger in Zukunft. Matthias, wie kam es bei euch dazu oder für dich persönlich dazu, dass du gesagt hast, ich würde gern mit Hanf als Material arbeiten und das vielleicht auch im Textilbereich? Also für mich ist hauptsächlich der Umweltaspekt ein riesiger Punkt. Also ich habe halt erkannt oder jeder von uns sieht momentan in der Situation, dass es weltweit nicht so weitergehen kann, wie es momentan läuft. Die Textilindustrie ist komplett aufgeblasen. Früher hatten wir 4 Saisonen, also Frühling, Winter, Herbst und Sommerkleidung. Und jetzt ist es halt so, dass nahezu wöchentlich halt eine neue Saison rauskommt und dass die Leute regelrecht motiviert werden, dass neue Kleidung gekauft wird. Und das halt basierend auf Baumwolle. Und Baumwolle ist einfach einer der schädlichsten Pflanzen, die von der Menschheit genutzt wird. Sie verbraucht enorm viel Wasser, sie braucht enorm viel Pestizide. Und das verschmutzt unsere Umwelt und ist auch für uns generell nicht sehr gesund. Und Hanf dagegen braucht halt nahezu überhaupt keine Pestizide, eigentlich überhaupt keine, nur die Hälfte an Ackerfläche und ein Viertel an Wasser für den gleichen Output. Also
Ja, es macht im Grunde nur Sinn, dass Cannabis genutzt wird und auch nicht nur in der Textilbranche, sondern auch in anderen Bereichen. Also geht es um die Produktion von Nahrungsmitteln oder geht es um Baustoffe, um Hanfplastik zum Beispiel. Da könnte man der Verschmutzung der Weltmeere entgegenwirken. Es gibt so viele Bereiche, wo die Pflanze ansetzen könnte und wo sie auch ja, Klimaziele verbessern und erreichen könnte. Also es gibt ja auch das Buch Cannabis and Sustainable Development. Da wird auch gesagt, dass halt irgendwie 69 von 160 Ziele allein mit dem Anbau von Hanf erreicht werden könnten. Und ja, dieses Wissen muss einfach raus. Die Leute müssen verstehen, dass Cannabis wichtig ist. Und es muss auch verstanden werden, dass das Kiffen, wo alle drüber nur reden, eigentlich nur 1% des Potenzials der Pflanze ausmachen. Dass eigentlich viel Das ist mehr schön, dahinter dass steckt. Du beim Potenzial bist, denn hier kommt gerade die Zuschauerfrage, ist für die Landwirtschaft eine doppelte Nutzung in der Textilfaserproduktion möglich? Und da weiß ich aus unserer letzten Rohstoffsendung schon, dass das eher schwierig ist, weil das hängt ja damit zusammen, wann wird der Hanf geerntet, wann ernte ich für die Blüte, ernte ich für den Samen, ernte ich für was? Also es ist natürlich, es gibt schon Leute, die quasi eine Hanffaser übrig haben, die dann verbrauchbar oder weiterverarbeitbar ist. Aber für die Textilindustrie, glaube ich, wird das eher schwierig. Und zustimmend nickend lasse ich den Robert das vielleicht jetzt noch mal ein bisschen ausführen, warum das so ist. Ja, das ist einfach so, dass die Faser verholzt, sobald der Hanf anfängt, Samen auszubilden. Nach der Befruchtung fängt die Faser an zu verholzen. Es lagert sich, es wird Lignin eingelagert durch die Faser und dadurch wird die Faser für ein Textil unbrauchbar. Für manche andere Anwendungen, weil sie steifer wird, die Faser, ist sie vielleicht sogar besser für technische Anwendungen. Ja, nicht fürs Textil. Das sind dann die berühmten Kartoffelsäcke. Ja, das ist das, dass Hanf so grob ist. Das ist wahrscheinlich auch das, was hier die Christine die Erfahrung gemacht hatte, wenn sie sich die Fasern angeschaut hat und wie ist das, wie fühlt sich das an. Aber es ist tatsächlich so, man kann Sehr schöne 100%, Laptop-Tasche. man kann, ja, man kann 100% Hanf herstellen. Der ist genauso weich wie Seide. Ja? Und vielleicht mal kurz zum Leon, sorry. Gibt es hier eine Etikette? Aber sorry, aber ich würde hier gern manchmal widersprechen in der Runde. Ich bin ja nicht hier, um mir neue Freunde zu machen, sondern Ja, natürlich. um zu informieren. Aber Nee, nee. Leon, es ist so, also dein Garn, das du vorhin mit gezeigt hast, mit Bambusstecken. Also abgesehen davon, auf dem Bild, wo die Bäuerinnen drauf sind, die den Hanf da schleißen von Hand, das ist kein Bambus, der da im Hintergrund steht, das ist Hanfholz. Ja? Hat mit Bambus nichts zu tun, was da rumsteht. Dieses Garn, das du da hast, das kommt aus China. Du verätzt, wie du sagst, sonst könnte man das nicht so fein verspinnen. Und da ist auch kein Bambus drin, da ist Bambusviskose drin, hat auch Nein, eine nein, im Bambusfaser. T-Shirt, da hast du was falsch verstanden. In dem T-Shirt ist Bambus drinnen und das waren Hanfstängel und keine Bambusstecken. Da ist Hanfviskose drin. Entschuldige, da ist Bambusviskose drin, kein Bambus. Denn Bambus ist natürlich viel härter als Hanf. Ja? Das ist Viskose, die da draus gewonnen wird. Die kann man auch aus Bäumen machen, die kann man theoretisch auch aus Hanf machen, aber das ist Viskose. Ja? Eine man-made fiber. Nichts Natürliches. Ja? Und ich versuche mal kurz zusammenzufassen nochmal. Nee, da steht Christine Ladenstädter nochmal. Entschuldige, jetzt habe ich deinen Namen vergessen. Das ist der Matthias Eller. Matthias, hallo. Ja, hallo. Also der Unterschied, man kann den Unterschied sehr, sehr leicht feststellen, solange die Faser nicht gebleicht ist. Ja? Weil wenn ich einen naturbelassenen Stoff habe, dann sehe ich mit blankem Auge sehr deutlich den Unterschied zwischen Leinen und Hanf. Das Problem ist, sobald ich anfange, das zu bleichen, zu finishen, zu färben, ja, dann wird es schwierig. Dann sollte ich aber auch keine mikroskopischen Tests mehr vertrauen. Davon haben sich alle vertrauenswürdigen Labore abgewendet in den letzten 2 Jahrzehnten. Das Einzige, was da zu einer sicheren Unterscheidung führt, ist ein DNA-Test.
Ja, es gibt Menschen, die haben eine sehr empfindliche Haut. Ja, die können es dir sagen, wenn sie so ein Teil anziehen, was es ist. Ja, aber das sind nur sehr wenige und die brauchen natürlich auch die Erfahrung. Aber wie gesagt, im Rotzustand sehr leicht zu unterscheiden. Wenn es mal durch mehrere Veredelungsstufen gelaufen ist, dann hilft eigentlich nur noch ein DNA-Test. Okay. Sehr interessant. Tatsächlich. Jetzt, ja, die Christine. Noch eine Frage zu dem, also ich habe ja gelernt, dass es diese unterschiedlichen Handfaserqualitäten gibt, aber um diesen seidenweichen Stoff umsetzen zu können, brauche ich hochwertigste Handfasern. Und die müssen geplant werden und auch dementsprechend angebaut werden. Das stimmt. Richtig, nicht? Genau. Also, das hat natürlich auch seinen Preis, nicht? Also aus landwirtschaftlicher Sicht ist es nicht mal teuer, denn das Geheimnis. Also ich muss mal dazu sagen, wir kennen das Gleitern Nofredete. In Paris im Louvre, wir haben die Kleider der Merowingerkönige, die in Ostdeutschland ausgegraben wurden, ja, alles super feine Hanfqualitäten. Und manche Historiker haben sich dazu hinreißen lassen zu schreiben, da müssen wohl irgendwelche Sklaven diese Fasern wochenlang gekaut haben, ja, bis die so fein und so weich wurden, ja. Und ich schwöre, kein Mensch muss irgendwo Handfasern kauen. Es ist ein ganz simpler Trick. Es ist der Erntezeitpunkt. Ich muss sehr dicht ansehen, ja, und ich muss einen sehr frühen Erntezeitpunkt wählen. Landwirtschaftlich bedeutet es nichts anderes, dass ich die Anbauflächen hernehme, in denen ich das größte Unkrautproblem habe. Die kriege ich mit dem dichten Anbau unter Kontrolle. Das ist der Traum jedes Biolandwirts, ja, also gerade beim Umstieg. Wenn sein Boden an Pestizide gewöhnt ist, ja, und er mit dem Unkraut gar nicht Herr wird, ja, er wird dem Unkraut Herr, wenn er Hanf dicht genug aussät. Und wenn er dann nach 90 Tagen erntet, dann hat er Zeit für eine Folgefrucht. Und die Folgefrucht wird 20% höhere Ernte bringen. Unterm Strich ist es kein Draufzahlgeschäft, ja. Aber nochmal zu dem Doppelnutzen, das war ja auch die Frage im Chat. Ich glaube, das wird irgendwann möglich sein. Also im Moment geht's nicht, aber es gibt die sogenannten Ligninasen, also Enzyme, die gibt's in der Natur, Weiß- und Rotschimmelpilze, die werden in der Holzindustrie schon verbreitet eingesetzt. Ist eine ganz natürliche Geschichte, die sind in der Lage, Lignin aus Baumstämmen zum Beispiel bis zu 30 Zentimeter Tiefe rauszuziehen. Also so dick ist keine Handfaser. Ja, wir reden ja hier vom Mikrometerbereich. Ja, und wenn wir es schaffen, diese Ligninasen irgendwann richtig einzusetzen, dann können wir vielleicht auch eine Koppelnutzung des Hanfes realisieren. Denn ich muss nichts weiter tun, als dieses Lignin rauszunehmen. Und schon habe ich wieder eine viel weichere Faser, ja. Und das ist also rein technisch betrachtet, sollte das eigentlich kein großes Problem sein. Wie so immer, also im ganzen Bereich fehlt es auch hier am Glauben, dass da ein Markt wäre, ja, dass man das verkaufen kann, um entsprechend erstmal die Investitionen zu tätigen, um sowas zu entwickeln. Jetzt, wie wir jetzt schon ein bisschen mitbekommen haben, ist das Verarbeiten und das Arbeiten mit Hanffaser im Textilbereich nicht das Einfachste. Also Baumwolle und andere Sachen scheinen da, wie gesagt, leichter zu sein und in der Industrialisierung auch bevorzugt worden zu sein. Jetzt mal in Bezug auf eure Arbeit selbst. Warum wählt man die Hanffaser? Was ist schön an der Arbeit mit der Faser und was ist schwierig? Petra, hast du dir schon mal gedacht, hätte ich mir doch mal eine andere Faser ausgesucht? Oder sagtest du, nee, für mich nur kommt eine Hanf in Frage und das ist auch alles gar kein Problem und einfach? Ja, auch gar kein Problem. Für mich ist nein, das ist so schneller. Nee, weil er regional wächst und so vielseitig ist und auch diese ganzen Eigenschaften, die der Hanf hat, Chemie, das war für mich das Wichtigste erstmal, weil wir ja
war ja das Erste, was wir angefangen hatten. Und von daher für mich die Eigenschaften das Wichtigste und auch die... Wenn du, Petra, wenn du mit einer mobilen Verbindung online bist, dann müsstest du dir vielleicht eine andere Ecke aussuchen. Man versteht dich ganz schlecht. Ich kriege die Sätze gar nicht so richtig zusammen. Aber da der Leon jetzt auch genickt hat, lasse ich ihn gern nochmal kurz einspringen. Wie gesagt, Petra, falls du mit einer mobilen Verbindung online bist, vielleicht müsstest du in eine andere Ecke oder an einer anderen Stelle, weil es ist echt schwer zu verstehen. Ja. Geh mal hier raus. Mhm. Warte mal. Leon? Ja, die Frage, warum Hanf? Ja. Also für mich ist der Hauptgrund, warum ich Hanfmode mache, die Botschaft zu vermitteln, dass Hanf nicht nur eine Droge ist oder eine Medizin, sondern eine Nutzpflanze. Also ich verfolge jetzt nicht das Ziel, die perfekte Hanffaser zu entwickeln. Natürlich träume ich auch davon, es wäre total schön, wenn wir dahin kommen, dass jeder nur noch Hanfkleidung trägt. Aber ich glaube, dass auch Naturfasern an sich die Lösung sind, jetzt nicht nur die Hanffaser. Mir geht es darum, den Hanf als Merchandise quasi rauszubringen, dass die Leute sehen, hey, wow, das kann man ja auch als T-Shirt oder das kann man ja auch als Tasche oder als Einkaufssack in Supermärkten anstatt Plastik verwenden, um dadurch die Perspektive zu öffnen, dass man damit 60.000 Produkte machen kann. Plastik, Treibstoffe, Baustoffe, dass die Pflanze extrem CO2 reduzierend ist. Ja, genau. Jetzt habe ich den Eindruck, dass das Bild bei der Petra schon viel flüssiger ist. Jetzt probieren wir es nochmal. Also, wie war deine Entscheidung mit dem Hanf? Und hast du dir schon mal gedacht, ich hätte es mir einfacher machen können, wenn ich mir eine andere Phase ausgesucht hätte? Nein, ich bin ja sowieso nicht aus dem Textilbereich im Prinzip, aber ich war fasziniert von der Pflanze, von der Regionalität, dass wir hier bei uns die Möglichkeit haben können, Textilien zu produzieren. Das war für mich eigentlich so das Erste, gerade auch der Umweltaspekt natürlich, ja, und auch dann die Eigenschaft, die der Hanf hat, dass wir kein Chemie brauchen zum Anbau, die vielen Möglichkeiten und auch die Trageeigenschaften vom Hanf. Und ich muss sagen, ich trage eigentlich nichts anderes mehr außer Hanftextilien. Man muss sich einfach so dran gewöhnen. Und das zu vermitteln, das ist das Wichtige. Aber es ist schwer, die Leute dazu zu bewegen, mal Alternativen einzugehen. Die stehen alle auf ihre Baumwolle oder auf Mikrofaser. Aber andere Möglichkeiten weiterzugeben, das ist schwer. Im Grunde ein Stück weit hängt der Preis von solcher Kleidung ja auch immer mit den Stückzahlen zusammen. Natürlich, wenn ich alles in Handarbeit, Einzelstücke herstelle, kann ich das natürlich nicht zum Discountpreis verkaufen. Wie ist es, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir Stückzahlabsätze hätten, wie jetzt bei H&M-T-Shirts, wäre dann der Preis gleich oder billiger oder teurer als bei Baumwoll-Shirts oder meinem Polyester oder was man da sonst so einkauft. Der Preis wird viel ändern, weil die Produktion, die Herstellung ist ja viel schwieriger als bei der Baumwolle. Ja. Außerdem sollte man auch die Pflanze achten und das ist auch eine Sache, wo man einen Preis dafür zahlen darf. Wenn ich nichts bezahle, dann achte ich ja das Textil überhaupt nicht. Und die Menschen, die die Arbeit machen, weil wer zahlt den Preis? Kinder in Bangladesch oder China? Genau. Wenn man jetzt sagen würde, okay, ich bestelle vielleicht die Faser aus China, weil ich sie hier in Deutschland nicht in der Qualität bekommen würde, aber ansonsten würde ich die ganze Fertigung und vielleicht sogar auch in Handarbeit in Deutschland arbeiten. Vielleicht hat jemand eine Vorstellung, was würde dann ein T-Shirt kosten, wenn ich das wirklich alles probiere, 100% Hanf, beste, also sozusagen beste Faserqualität, Handarbeit etc. pp. Was
was für einen Preis habe ich dann? Wo bin ich dann bei dem T-Shirt? Dass Ursula nicht da ist, das wäre jetzt die Frage für die Ursula, glaube ich. Da ändert sich nicht viel. Also ich denke mal, da ändert sich nicht viel dran. Weil, ich meine, wir haben ja schon mal andere Löhne. Mhm. Natürlich. Ja. Ja. Also ich glaube, dass wenn man Cannabis in großem Stil anbauen würde und man die Maschinen hätte, die passenden, um es auch weiter zu verarbeiten, dann könnte Cannabis locker oder also Hanf locker mit Baumwolle konkurrieren. Also es ist ein Unkraut, es hat eine enorm hohe, eine sehr große Menge an Fasern, die sie liefert. Okay, zwar pro Pflanze nur 20-30%, aber auf das komplette Feld halt gesehen, bietet sie viel mehr Fasern als Baumwolle an sich. Mhm. Und und ich denke einfach nur, wenn man das groß genug bekommen sollte irgendwann und das Interesse auch von der Bevölkerung da ist, Hanfkleidung zu kaufen, dann könnte es günstig sein. Es könnte günstig sein. Ja, nur momentan haben wir halt einfach nicht die Möglichkeiten. Aber allein wenn es zu den Anfangszeiten schaust, wo Baumwolle rauskäme ist, da hat, keine Ahnung, ein Kleidungsstück irgendwie einen halben Taler oder ähnliches kostet und Baumwolle 3-4 Taler und erst durch die Maschinen, die dann rausgekommen sind, also die Ekreniermaschine, die halt dann die Baumwolle dann entsamen konnte so leicht, und die Sklavenarbeit haben wir halt erst Baumwolle so günstig gemacht. Sonst wäre Hanf so nicht vertrieben worden. Jetzt, die Christine wollte gerade. Ja, ich wollte auch noch dazu sagen, dass das Baumwolle, wir bezahlen ja nicht den kompletten Preis der Baumwolle. Also das, was umwelttechnisch passiert durch diesen Intensivanbau, das ist ja eigentlich sehr viel teurer. Mhm. Und ich denke, wenn mit der, wir müssen einfach in Zukunft auch diese Kosten berücksichtigen, weil ansonsten müssen wir es anderweitig bezahlen, aber bezahlen müssen wir diese ja. Das ist sicher richtig. Der Matthias hatte eben gerade ein bisschen angespielt auf die Gesellschaft und dieses Bewusstsein auch für das Kleidungsstück und für Hanftextilien. Jetzt ist es so, dass als Hanf in den 90er Jahren wieder als Nutzpflanze in Europa sich so ein bisschen etablieren konnte, da war das in manchen Bereichen wohl einfacher als in anderen. Also Hanfsamen, Hanfsamenöl, Hanflebensmittel und von mir aus auch wieder in der Seilerei. Ein paar Bereiche waren sehr schnell dabei. Jetzt auch zum Beispiel mit der ganzen CBD-Geschichte und sowas waren wir sehr schnell bei einem Boom, bei einem richtigen Hype sozusagen. Bei Textil scheint es eher schwierig zu sein. Also ich erinnere mich, ich habe es Robert im Vorfeld mal erzählt, ich bin in mehr oder weniger in Basel aufgewachsen in den 90er Jahren. Als Jugendlicher haben wir uns unsere Hip-Hop-Klamotten gekauft und wenn dann jemand gesagt hat oder ich gesagt habe, oh, ich habe in dem Laden schönes Hanftextil gesehen, dann haben andere gedacht, ich rede von einem Jutesack. Also ich rede von so einem struppigen Ding, was so ein bisschen hippie-mäßig daherkommt und was eigentlich nur so ein Alternativer anziehen würde und eigentlich sogar das gar nicht so richtig modetauglich ist. Woher dieses Image oder warum hat das Hanftextil es vielleicht ein bisschen schwieriger, wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft zu finden als andere Branchen, als Hanflebensmittel zum Beispiel? Dann nehme ich jetzt jeden gern, der was dazu sagen möchte. Weil es eben kleinere Mengen sind, die wir produzieren können und nicht diese Riesenmengen, die Massen. Mhm. Und vor allem, weil es halt auch langlebig ist, macht man eher zeitlose Modelle. Mhm. Ja, abhängig sind von. Weil wir haben auch modische Sachen gemacht, aber das ist ja, für den Rohstoff nicht wert. Ja, klar. Rote Kleidung. Ah. Oh, wie kriegen wir jetzt ein Kleidungsstück gezeigt? Von dir, Petra. Das hat jetzt gerade so ausgesehen, deswegen. Ja, ja. Wie,
Wie könnte man das dann? Wow. Ja, also man kann gut also modische Modelle machen. Das ist nicht nur. Ja. Also ich. Eins. Also es ist sicher modisch, aber ich würde das jetzt auch trotzdem noch als zeitlos bezeichnen. Also ich glaube, es ist jetzt nichts, wo jemand im nächsten oder übernächsten Jahr sagen würde, ach, das ist aber von der Kollektion von Anno Dazumal oder so, ne? Ja, soll ja zeitlos sein. Genau. Jawohl, der Robert. Ja, also ich bin da völlig bei Matthias, ja. Ich glaube wirklich, also ich glaube allerdings nicht, dass es am Anbau liegt, an der Menge, daran liegt sicher nicht, sondern es liegt an den Maschinen, die wir haben. Und es gibt ja tatsächlich inzwischen ein paar Big Player auf der Welt. Jetzt nicht gerade bei uns in Europa, aber wenn wir nach Amerika rüberschauen, Patagonia. Ja, Patagonia, die haben ein paar Stoffe im Einsatz, die sie in ihre Workwear-Kollektion einsetzen. Da lassen die in einem Auftrag 2 Millionen Meter produzieren. Und das ist eine Nummer. Also da reden wir davon, dass da unterm Strich also wirklich auch an C und A, H&M Preise oder so weiter, dass man da in der restlichen Produktion rankommt. Vom Rohstoff her leider nicht. Und was die Amis da benutzen, ist eben auch leider kein reiner Hanf. Das sind Mischungen mit Polyester. Das macht es um einiges einfacher und nochmal um einiges billiger. Aber das hat letztlich leider auch noch nicht dafür gesorgt, dass die großen technischen Probleme, die wir haben, damit vom Tisch werden. Es ist so, die EU, also es gibt jetzt keine offiziellen Zahlen direkt zum Hanf, aber ich schätze mal in der EU, also wenn wir von EU-Ebene runtergehen bis auf Länderebene quasi in der Bundesrepublik, dann wurden bestimmt mehr als 100 Millionen Euro in den letzten Jahrzehnten für die Forschung in Hanf zur Verfügung gestellt. Aber Forschung ist bei uns ein Problem, dass immer oft die gleichen Kandidaten, die üblichen Verdächtigen. Also Forschung ist bei uns wenig erfolgorientiert. Ja? Und du hast also Institute, die ständig an irgendwelchen Forschungsarbeiten arbeiten, die aber wenig praxisorientiert sind. Ja? Da wird geforscht, um zu forschen. Um irgendwas zu veröffentlichen. Und wir haben Forschungen, die wiederholen sich ständig. Also ich sehe Forschungsprojekte, da wird zum 20. Mal dasselbe Thema angegangen, ja, anstatt sich mal was Neues zu überlegen, einen neuen Ansatz. Ja. Und in Amerika wird momentan, ups. Ja, wir hören dich aber noch. Alles gut. Sehr schön. Und in Amerika wird momentan, da läuft es anders wie bei uns, da ist es weniger auf öffentlichen Forschungsgeldern basiert, sondern tatsächlich private Gelder. Da wird mit Kohle um sich geschmissen. Und da hören wir ja auch ständig Versprechungen, ja, dass es ab nächsten Jahr jetzt amerikanisches Garn oder zumindest amerikanische Fasern gibt. Ja. Mhm. Also abgesehen von den französischen Fasern, die wir gerade in China verarbeiten, läuft auch gerade ein Riesenprojekt mit amerikanischen Firmen, amerikanische Fasern in China zu verarbeiten. Aber da fängt es auch da schon damit an, dass eben genau diese Faserqualität noch lange noch nicht ausreichend ist, um daraus ein vernünftiges Textil zu machen. Und das liegt, wie gesagt, nicht an der Pflanze, nicht an der Sorte, nicht am Anbau. Das sollte inzwischen der Letzte kapiert haben, wie das richtig funktioniert. Es liegt schlichtweg an der Technik. Ja? Mhm. Und wir versuchen, Ansätze zu finden, die auf klassischen Methoden basieren, die wir kennen, ja, ohne vielleicht ein bisschen mehr nach links und rechts zu schauen, sei es in der Geschichte oder sei es jetzt eben konkret in China. Und vielleicht die Ansätze, die wirklich zu guten Qualitäten geführt haben, historisch, ja, also auch bei uns historisch. Wir hatten in Italien früher ganz tolle Hanfqualitäten. Wenn wir zurückgehen ins Anfang 19. Jahrhundert, die Gegend, in der ich hier gerade sitze, im Frankenland, also in der fränkischen Schweiz, das waren die besten Hanftextilien, die wir in Deutschland kannten. Ja? Das sind die Leute, die damals nur alle in die USA ausgewandert sind. Und, und letztendlich haben die dann Hanf angebaut, der in den ersten Hosen von Levi's draus geendet ist. Ja? Aber es geht wirklich darum, dass wir unsere moderne Wissenschaft, Werkstoffe und Sensorik, die wir haben, einsetzen für die Hanfproduktion. Und das ist ein langwieriger Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Das kostet Zeit und Geld.
Aber leider Gottes sind die Ansätze immer zu oft die gleichen. Es wird zu oft das Geld auf das gleiche Problem geschmissen, das schon tausendmal abgearbeitet wurde, anstatt einfach ein bisschen innovativer zu sein und mal was anderes zu probieren. Ja. Jetzt, Leon, wir hatten ja vorher mal die Art, wie bei dir oder bei euch quasi produziert wird in Himalaya, die ist ja sehr ursprünglich und du hattest vorher schon gesagt, das Handwerk wäre da auch ja fast verloren gegangen so ein bisschen. Das heißt, ist euer Fokus dann jetzt eher darauf, diese Ursprünglichkeit zu erhalten oder gibt es da auch so Bestrebungen so ein bisschen in Richtung Innovation, das heißt, dass man Maschinen oder mehr innovativere Hilfsmittel verwendet? Oder ist es rein auf dieses traditionelle, auf diesen ursprünglichen Umgang mit der Hanffaser zurück, also fokussiert? Also unsere Hauptabsicht ist es, die bestehende Kultur zu präsentieren und zu vermarkten und zu beschützen und den Menschen hier zu helfen, vordergründig. Also Nepal ist ein Entwicklungshilfeland, was auch durch Erdbeben und Einflüsse von Bürgerkriegen stark gezeichnet worden ist. Und diese Hanfpflanze wächst hier wild, überall, wie Gras quasi. Deswegen auch der Name Weed, da kommt aus Nepal von den Hippies aus den 70er Jahren. Hanf ist hier eine Kulturpflanze und dadurch ist es sehr einfach für die Menschen hier damit Geld zu verdienen, aber es gibt den Markt nicht. Es gibt wenig Marketing. Und deswegen bin ich hier, um das hier zu vermarkten. Marketing ist vielleicht auch das Stichwort, um deine Frage von vorhin zu beantworten. Warum ist Hanf noch nicht in H&M und überall zu haben? Also ich glaube, das Problem ist überhaupt nicht das Produkt, der Preis, die Herstellung, sondern das Marketing. Also wenn man zum Beispiel jetzt Hugo Boss hernimmt, den Menschen ist egal, ob das Polyester, Hanf, Nylon oder was auch immer ist. Die kaufen das wegen dem Branding, wegen dem Marketing. Red Bull ist die Dose teurer als der Inhalt. Die Dose kostet mehr Geld als der Müll da drinnen. Das ist wohl Zucker, Glycerin oder was auch immer, es ist den Menschen egal. Es geht um das Branding, um das Lebensgefühl, was sie kaufen mit Red Bull, das Lebensgefühl, was sie mit Hugo Boss kaufen. Und es hat bisher halt noch niemanden gegeben mit genug Geld für Marketing und der genialen Idee, dem richtigen Kontaktmoment wie Steve Jobs oder Mateschitz oder halt andere Gründer von Marken, die es geschafft haben, den Hanf halt zu platzieren. Und leider ist halt das Branding, wie du gesagt hast, so, ja, die Jurten, Hippies und lalala, nicht unbedingt förderlich. Aber wer kauft denn schon ein T-Shirt, weil es aus Hanf oder Baumwolle oder Bambus ist? Nur alternative Menschen wie wir, die sich um die Natur kümmern. Ein anderer kauft das T-Shirt wegen der Marke, wegen dem Influencer auf Instagram, der sagt, ja, yeah, das ist cool. Leider ist die Realität so. Und ja, vielleicht mit 100 Millionen Marketing und einem guten Influencer, also zum Beispiel, heute habe ich die Geschichte von Paulo Coelho gelesen. Einer seiner ersten Bücher war Der Alchemist. Das hat er 3 Jahre lang versucht zu verlegen. Sie haben ihn auf die Straße geschmissen, der Verlag. Er war obdachlos. Keiner wollte sein Buch kaufen. Es wurde 2-mal gekauft von der ein und selben Person in 3 Jahren, bis es dann übersetzt wurde in Englisch. Und dann hat Bill Clinton das Buch in der Hand gehabt bei einem Foto. Und das war der Moment, wo Paulo Coelho dann auf einmal Millionen Bücher verkauft hat, wegen einem bescheuerten, bekannten Menschen, der sich damit in der Öffentlichkeit gezeigt hat, ist das Buch auf einmal, boom, und Madonna auch noch ein Foto, boom. So funktioniert es leider, nicht die Textilie oder die Produktionskosten. Das ist alles nebensächlich. Jetzt ein Designer, wenn man jetzt Modedesigner wird im Studium, lernt man unter anderem auch den Umgang mit Stoffen, mit Textilien, welcher Stoff wirft welche Falten etc. pp. Und welcher Stoff ist wie schwer, wie stark, welche Stoffe kann ich miteinander verbinden und was ist eher schlecht oder was wie eingeht und so weiter. Spielt Hanf da eine Rolle? Also ich habe hier die Hochschule für Schnittdesign und so weiter vor der Haustüre. Die haben gar keine Ahnung von Hanf. Kommen ein paar Mal
an, aber die informieren sich mal ein bisschen, aber es wird nicht umgesetzt in größerem Stil. Und ich meine, das, was er sagt mit Marketing, das ist richtig. Wir sehen es bei dem Hanföl. Ja, es ist halt so, ich denke mal, die Großen warten, bis wir Kleinen so weit sind, dass das industriell alles fertig ist. Und dann kommen die und setzen aufs große Pferd. Ja. Das, wie beim Hanföl auch. Du siehst es jetzt ganz genau. Wir wissen die Marke, ja, Wolschkarle, ja, der hat's einfach. Der hat keine Kosten gehabt. Ja, ist doch wahr. Um die Forschung zu betreiben, um das Ganze nach außen zu bringen. Er kriegt alles präsentiert. Wir haben damals, wo die anderen angefangen haben, die mussten erstmal gucken, wie alles geerntet wird oder eingesetzt, geerntet, verarbeitet wird. Und das Wissen ist jetzt vorhanden. Jetzt kommen die Großen und zahnen ab. Und so, das heißt, im Prinzip wird also quasi gemütlich darauf gewartet. Die Leute, die quasi den langen Atem haben, haben ja die Zeit. Die können warten, bis sich der Hanf allgemein etabliert hat. Und dann können sie es einfach abgreifen und sagen, so, ich hau das jetzt raus. Genau. Aber welche Möglichkeiten hat man als Hanfhersteller zum Beispiel, wirklich so auch so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen Druck in die Mitte der Gesellschaft zu machen mit seinen Hanftextilien. Natürlich, man baut eine Homepage auf und Dinge, aber trotzdem, meistens muss das ja doch erstmal, dass man diese Homepage hat, dass es diesen Shop gibt, dass es diese Kleidung gibt. Das müssen ja Leute erfahren. Welche Möglichkeiten hat man? Gibt es Plattformen, die sich von sich aus aktiv dafür interessieren, die quasi auf den Hersteller zukommen und sagen, oh, ich würde dich gern mal auf meiner Messe oder in meinem Symposium oder in meinem Forum haben? Oder muss man da als Hersteller wirklich, wirklich so proaktiv durchgehend sein? Ja, wir haben ja die Hanfmessen in Berlin, in Zürich und so weiter. Da ist schon auch das Publikum da. Natürlich. Du musst es nicht noch 100-mal erklären. Mhm. Wenn du auf eine normale Messe gehst, dann musst du erstmal wieder erklären, warum überhaupt Hanf. Ja, ich kann eine Baumwolle nehmen, das kriege ich doch schnell. Warum soll ich jetzt Hanf nehmen? Ja, das ist natürlich auch eine Sache, auch im Handel und so weiter ist es natürlich schwerer, zu erklären, warum man Hanftextilien verkaufen will, als Baumwolltextilien. Du musst erstmal die Leute dazu bringen, sich damit auseinanderzusetzen und begeistert zu sein. Weil wenn ich nicht vom Material begeistert bin, kann ich es nicht verkaufen. Wie wichtig ist überhaupt, ich meine, ist klar, auf einer Hanfmesse, da sagen Leute, oh wow, super Klamotten aus Hanf, am liebsten, ich meine, ich weiß es, ich bin ja selber auch so ein Hanffreund, man würde sich am liebsten maximal mit Hanf umgeben, das heißt auf Lebensmittel, auf der Kleidung, ich habe einen schönen Hanf-Laptop-Koffer und solche Geschichten, natürlich, man ist halt begeistert einfach von dem Material. Auf einer Modemesse, wie wichtig ist Material, da wird eigentlich dann nur drauf geguckt, auch schönes Kleid, finde ich gut, Material interessiert mich nicht, oder spielt das Textil da wirklich eine Rolle? So und so. Also die einen sagen, oh, mir gefällt das Material, und die anderen sagen, mir gefällt das Modell. Christine, wie, ich meine, gerade bei Funktionskleidung oder eben im Bergsportbereich, glaubst du, dass man es da quasi einfacher hat? Weil, also ich weiß es, ich habe Bergsteiger und so in der Familie auch, und die sind natürlich, also wenn man denen von Hanf spricht, dann sind die noch recht begeistert und sagen, das ist noch ein stabiles Material und sowas, und die sind noch relativ vielleicht einfacher von den Vorzügen vom Hanf zu begeistern. Also wir sind eine Branche, die sehr materiallastig sind. Also unsere Geschichten entstehen auch durch die Materialität und durch die Funktion des Materials neben der Konstruktion des Produktes. Und ich glaube, dass jetzt einfach auch die Zeit da ist, um solche Materialien auch gut erklären zu können, auch Leuten, die es nicht kennen, weil also ich habe in dieser Zeit, seit ich mich mit dem Hanf mehr, also ich war schon vorher begeistert von dieser Faser, aber sie war in unserer Branche einfach zu unüblich. Aber seit ich mich für Saleva damit befasse, merke ich, wie
begeisterungsfähig die Phase an sich ist. Also die Leute sind wirklich interessiert. Und wenn sie die Möglichkeit haben, sie zu erfahren, also auch wirklich zu probieren, dann sind sie noch begeisterter. Und dieser Ansatz, dieser 360-Grad-Ansatz, wenn sie dann erfahren, wie sie wächst und welches Potenzial in der Pflanze steckt, dann tut sich wirklich eine Welt auf, weil es nicht nur um die Textilie geht. Und ich denke, das ist auch Marketing. Aber ich glaube, ich merke das auch. Es gibt immer mehr Menschen, die mehr wissen wollen und auch wissen wollen, wofür sie Geld ausgeben. Und dazu gehört halt nicht nur das Produkt oder die Marke an sich, sondern auch das Projekt dahinter oder was es bedeutet, für Hanf sein Geld auszugeben oder für, ob es jetzt China ist oder Europa. Ich glaube, dass da schon ein Unterschied besteht. Und da sehe ich Potenzial und auch Saleva sieht darin Potenzial, weil wir müssen neue Lösungen finden. Also wir haben Mikroplastik als Problem. Es gibt einfach Baustellen, die wir angehen müssen. Genau. Wie die Petra vorher schon gesagt hat, ist es natürlich auf so einer Hanfmesse natürlich einfacher. Da sagen die Leute, ich meine, ich bin schon auf Hanfmessen gegangen und habe gesagt, ja super, ich werde mir auf jeden Fall angucken, weil ich meine, ich weiß, die Glaswasserpfeifen und Sachen, das ist quasi immer dasselbe. Wenn ich aber sage, oh, ich weiß genau, das sind Hanftextilhersteller, dann gehe ich da quasi gezielt drauf zu und schaue, was es in dem Jahr Neues gibt. Und von dem her ist vielleicht so eine Hanfmesse natürlich irgendwo ein einfacherer Zugang. Andererseits belässt es natürlich den Hanf irgendwo in seiner Nische, ja, und da will man ja raus, das heißt, oder wäre, sagen wir so, stelle ich jetzt mal allgemein die Frage in die Runde, ist der richtige Weg, eher Hanf aus der Nische zu holen oder die Leute in die Hanfnische zu holen? Also wenn ich da mal darauf antworten darf, ja, gerne. Ich glaube, es ist wichtiger, den Hanf aus der Nische rauszuholen. Also ich denke einfach, dass die Nische zu sehr belastet ist mit Vorurteilen und mit Stigmatern und mit falschen Betrachtungsweisen. Also wenn ich da vor allem auf meine Eltern mal schaue oder meine Großeltern. Gut, meine Oma, die kennt noch die Kartoffelsackerl aus Hanf. Aber meine Eltern, die denken halt, Hanf ist halt nur eine Rauschsubstanz, wo es halt, keine Ahnung, wo halt nur Kiffer und Hippies mit zu tun haben, aber halt sonst niemand. Die haben eigentlich erst durch mich erfahren, welches Potenzial die Pflanze im Bereich Nachhaltigkeit hat oder wenn es halt um Baustoffe oder Kleidung oder was weiß ich geht. Also da steckt halt wirklich viel mehr dahinter als nur Textilien. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach Aufklärung. Den Leuten aufzeigen, dass es viel mehr ist als nur eine Pflanze zum Rauchen. Und auch, dass die Pflanze, die zum Rauchen genutzt wird, komplett anders ausschaut oder halt anders angebaut wird, wie die Pflanze, die eigentlich genutzt wird für die Fasergewinnung oder Ähnliches. Ja, dass es auch einen großen Unterschied gibt zwischen Indoor und Outdoor und was weiß ich. Die Leute müssen einfach verstehen, dass es wichtig ist, diese Pflanze anzubauen, aber auch zu nutzen für die verschiedensten Bereiche. Also man kann ja auch die Hanfsamen für Futtermittel, für die Mastbetriebe nutzen, da müsste man kein Soja mehr importieren oder Ähnliches. Es gibt so viele Bereiche, wo diese Pflanze helfen kann und das muss die Bevölkerung verstehen und auch unsere Politik, damit dort endlich mal die Restriktionen gelockert werden und damit die Förderungen vernünftig genutzt werden oder halt auch zielgerichtet gefördert wird, damit da halt auch was vorangeht. Und deswegen denke ich, man muss aus dieser Nische raus. Und man muss einfach zeigen, dass diese Pflanze auch was anderes ist als das, was halt geraucht wird. Jetzt wollte ich kurz trotzdem das Thema nochmal kurz, wir kommen darauf nochmal zurück. Und zwar, bevor wir das vergessen, die Maren hatte vorher die Frage gestellt, weil wir vorher diese etwas abenteuerliche Geschichte gehört haben von den rumänischen Maschinen, die da übers Wochenende verschwunden sind. Und die Maren hatte gefragt, ob es von diesen Maschinen wohl keine Zeichnungen, Blaupausen von den damaligen Herstellern noch mehr gibt, dass man diese nachbauen könnte oder was es überhaupt. Vielleicht, dass wir eine Vorstellung davon kriegen, was ist überhaupt so schwierig an so einer Maschine, das nochmal zu entwickeln oder sie nachzubauen?
Ja, Robert, jawohl. Okay. Also eigentlich wollen wir es ja nicht nachbauen. Sonst kämen wir auch, sonst kommen wir aus der Nische nie raus. Ja? Wir wollen ja schließlich, dass der Hanf erschwinglich wird. Ja? Wir wollen den Grundgedanken dahinter, ja? die Idee dahinter umsetzen in eine moderne Version, ja? Die automatisierter funktioniert und mit mehr Sensorik etc. pp. Aber es ist tatsächlich so, dass auch das Grundprinzip der Maschine zu verstehen, worauf es bei der Maschine ankommt, ist oft gar nicht so leicht. Ich habe Maschinenbauer gesehen in China, da wurde ich hingeschickt, als wir Maschinen gesucht haben für unseren eigenen Anbau in China, um selbst Fasern zu machen. Da hat es geheißen vom Professor Qi, Dalian University, in China kann man Hanf studieren. Ja? Okay. und da hat es geheißen, hier, wenn ihr Maschinen braucht, da müsst ihr hin. Und also kein Witz, ich hab die Maschine mir angeguckt, ich habe den Deckel aufgemacht und ich habe gewusst, die funktioniert nicht. Es hat jemand so eine belgische Maschine 1:1 kopiert, ohne zu verstehen, worauf es ankommt. Also auf den ersten Blick sieht es optimal aus, hat genau die gleiche Form, ja, genau die gleiche Mechanik, nur die Schweißnähte saßen an der falschen Stelle. Und ob man es nun glaubt oder nicht, ja, also jeder Mensch würde die Form genauso nachbauen, wie es der Chinese gemacht hat. Ja, aber eben einfach nur, wenn er keine Erfahrung hat mit dem Material. Und das Eigentliche, also selbst wenn man so eine Maschine sieht und wenn man einen Bauplan sieht, ja, zu verstehen, worauf es ankommt. Also auch in Rumänien damals, man muss sich überlegen, das sind also gut kommunistische Fabriken, die waren noch nie besonders bekannt dafür, dass die Leute da jetzt besonders sonderlich motiviert waren, ja. Aber es gab da auch Ingenieure damals, die hatten wirklich was auf dem Kasten, die wussten, was sie tun, ja. Mhm. Aber als ich dann gesehen hatte, wie die Maschinen laufen in der Fabrik, da habe ich, also damals war es ja auch so, die konnten nichts Besseres als so nummermetrisch 12 machen in Rumänien. Und ich sag, Mensch, Leute, lasst mal so 30% weniger Material durchlaufen, ja, in einem Schwung, ja. Und auf einmal war man in der Lage, nummermetrisch 18 zu machen. Das heißt eigentlich dreimal so gut, ja, vom Ergebnis her. Das heißt, man muss eigentlich erstmal das Prinzip verstehen. Und das fällt anscheinend vielen schwer, ja. Und dann muss man mit diesem Prinzip mit neuer Technologie rangehen. Aber das ist eben, also es scheint mal grundsätzlich nicht einfach zu sein und vor allem, ja, man bräuchte halt wirklich Geld. Und wir waren ja schon oft, also wir haben wirklich oft mit deutschen Maschinenbauern, also wenn irgendein Land auf der Welt in der Lage wäre, die technischen Probleme zu lösen, ich glaube, dann wäre es unseres. Wir haben ausgezeichnete Ingenieure, ja, bei uns im Land. Aber egal, wo du hingehst, ob du jetzt zum Landmaschinenhersteller gehst, wie Fendt, und sagst hier, ich habe eigentlich das Konzept, könnte man das einbauen in den Vollernter, ja? Und dann sagen die halt, ja, 20 Millionen. Ja. Ja? Oder du gehst zu dem Textilmaschinenhersteller und sagst, Mensch Leute, ich hätte da eigentlich so eine Lösung für ein echtes Problem, ja? Und dann sagen die, okay, also wir wissen ja, es laufen auf der Welt so, ich glaube, es sind, schlag mich tot, 600 Millionen Baumwollspindeln momentan. Wie viele Hanfspindeln laufen auf der Welt? Ist dann die Frage. Und dann, ja, wo ist der Markt? Ja, und man hat dann gar keinen Bock, sich das genau, Problem das überhaupt anzunehmen. Ne? Und da liegt der Hund. Der Baumwollmarkt ist der zukünftige Hanfmarkt. Ja, also ich muss noch mal kurz eine Lanze für die Chinesen brechen. Ja? Es ist eben nicht nur der Mann, den ich vorhin erwähnt hatte, der stolze 94 Jahre alt ist und da Millionen in die Hand genommen hat, ja, um eine neue Spinnerei zu bauen. Ja? Da gibt's jede Menge Leute, die genauso fasziniert sind wie wir hier in der Runde in dem Land, ja, und die weniger belastet sind. Der ganze Markt ist drüben weniger belastet. Genau, eine Sache, die ich noch sagen wollte, von wegen die großen Marken fehlen. Ihr müsst mal in China durch die Shopping Malls laufen. Da gibt's ganz große Marken, die würden sich nie trauen, hier in Europa mit Hanfprodukten auf den Markt zu gehen. Aber ich habe zu Hause eine Hanfbettwäsche von Yves Saint Laurent. Das würden die sich ja nie trauen, in die Läden zu stecken. Ja? Aber im chinesischen Laden kannst du die für $600 kaufen. Ja? Wow, und, wow. Also das ist die eine Marktgeschichte, ja? Das dazu. Also
da drüben gibt es den Markt dazu, weil die Leute nichts Negatives damit verbinden. Ja, das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite hätten wir hier die Leute reihenweise, die in der Lage wären, die technischen Probleme alle zu lösen. Ja, aber irgendwie findet man nicht zusammen und kommt zu keinem Konsens. Ja, das ist wieder die Marktwirtschaft, die da leider durchschlägt und vieles verhindert. Aber hat jemand von euch sich ein bisschen mit Zahlen und Statistiken beschäftigt? Zuschauerfrage von Henrik. Gibt es quasi Zahlen, wie sich die Textilindustrie, also Hanftextilindustrie in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren entwickelt hat? Geht es da wirklich vorwärts oder muss man sagen, das ist doch ein sehr mühsames Ding? Es geht bergab. Bergab. Es geht bergab, eindeutig. Und es geht die letzten 30 Jahre bergab. Ja, leider. Also muss man wirklich sagen, wir haben so viel an Wissen verloren. Also Rumänien, wie gesagt, wir hatten in Rumänien Qualitäten, die hat noch niemand geschafft, bis heute überhaupt zu reproduzieren. Ja, aber dazu gehört eben auch, es gehört nicht nur die Maschine dazu und der Ingenieur, es gehört auch der Arbeiter dazu, der weiß, wie er die Maschine richtig bedient. Richtig. Ja, der das Fingerspitzengefühl hat, damit es richtig hinten rauskommt. Es kommt der Landwirt dazu, der weiß, wann er ernten muss. Ja, es kommt der Mann dazu, der nach der Ernte schaut, dass der Hanf den richtigen Röstegrad hat. Das sind alles Erfahrungswerte. Ja, und da brauche ich quasi auch den Handwerker, da brauche ich auch den Arbeiter, der gelernt hat, mit dem Material, mit dem Gut umzugehen, so dass was Gutes bei rauskommt. Und das ging leider alles verloren. Und im Moment, also so leid es mir tut, es zu sagen, im Moment geht es in China bergab. Ja, es ist also wirklich, das ist das Traurigste überhaupt. Es sind auf der einen Seite ganz natürliche Probleme, denn als ich 2001 das erste Mal da drüben war, da war vieles noch auf Handarbeit basiert, ja. Und als ich das erste Mal sah, wie die Handfaser gewonnen wird, ja, da habe ich sofort gesagt, Mensch Leute, puh, da müssen wir uns was überlegen, das geht ja nicht mehr lange so weiter. Da haben mich die Chinesen ausgelacht, da haben die gesagt, das machen wir seit 1000 Jahren so und es wird auch noch die nächsten 1000 Jahre so sein, ja. Nee, Schwachsinn. Aber die Geschwindigkeit, wie sich dieses Land verändert, die habe auch ich unterschätzt, die habe ich bodenlos unterschätzt, ja. Und wir reden hier von einem Zeitraum von 15 Jahren. Wir reden von einer landwirtschaftlichen Revolution in China, die absolut zu begrüßen ist. Also, das ist, die haben das Richtige gemacht für ihre Bauern. Also, das war für die Bauern eine tolle Sache. Nur die dann da waren, mit dieser Ein-Kind-Politik, ja. Das eine Kind wird garantiert nicht die Arbeit machen, die Oma und Opa ihr ganzes Leben lang gemacht haben nach der Hanfernte. Ja, das wird sich das Kind nicht antun, sondern das Kind, das geht zum nächsten Schondierhändler, die es inzwischen auf jedem chinesischen Dorf gibt, ja, und kauft sich eine Maschine dazu. Ja, und er kann für jede Feldfrucht eine Maschine kaufen, aber nicht für den Hanf. Was macht er? Er baut keinen Hanf mehr an. Ja, und das Allerschlimmste, also das Schlimmste, was die für mich in den letzten 2 Jahren passiert ist, ist irgendein Bürokrat in China hat beschlossen, Mensch, vor 50 Jahren ungefähr wurde fast weltweit die Wasserröste verboten. Da wird es Zeit, dass wir das auch machen. Ja? In einer Zeit, wo wir feststellen, durch Forschung und Entwicklung, dass wir eigentlich, wenn wir die Wasserröste modernisieren, auf einen neuen Stand bringen, ja, die eben alles andere ist als Umweltverschmutzung, wie es damals war. Weil damals gingen diese Abwässer ungeklärt in die Flüsse rein, die Fische schwammen mit dem Bauch nach oben, alles war mausetot, bis sich alles wieder erholt hat. Schlechte Idee. Aber wir können heute eben, also im Labor und im größeren Maßstab eine Wasserröste machen, die weder stinkt, noch Fische umbringt, noch sonst irgendwas. Ja, wir können geschlossene Kreisläufe machen. Es gibt natürlich nichts Umweltfreundliches, als ganz auf die Chemie zu verzichten. Die Wasserröste könnte da viele Probleme lösen. Und jetzt kommen die Chinesen vor 18 Monaten auf die Idee, das zu verbieten, weil es im Rest der Welt auch verboten ist. Also das sind so Sachen, die tun einem weh. Ja. Jetzt, aber jetzt nochmal kurz an die anderen rundum. Habt ihr das Gefühl, dass ihr eine Art Hebel, also habt ihr für euch das Gefühl, ihr habt in eurem Schaffen, in eurem Beruf, in eurem Unternehmen die Möglichkeit oder mit eurem Unternehmen die Möglichkeit, Hanf irgendwo ein bisschen nach vorne zu bringen? Also wenn wir sagen, leider geht es mit dem Hanftextil tendenziell in den letzten, sagen wir 20, 30 Jahren bergab.
Gibt es Möglichkeiten, Hanf da nach vorne zu bringen und wie gesagt, wieder so richtig in die Mitte der Gesellschaft zu bringen? Ist es das Anschließen an den Wirtschaftsverband oder die eigene Werbung oder Kampagnen? Gibt es Hebel? Gibt es Möglichkeiten? Oder was macht ihr? Also, um nochmal auf die Arbeit einzugehen, die wir machen von Culture Sativa. Ja. Ich glaube schon, dass momentan der Zeitpunkt da ist, dass man Leute auf den Hanf aufmerksam macht. Und auch wenn es scheint, dass es vielleicht in der Produktion und mit der Technik bergab geht, glaube ich schon, dass vor allem meine Generation oder die Generation, die nach mir kommt, die Augen offen halten nach Alternativen zu umweltschädlichen Produkten. Und da ist Hanf tatsächlich die einzig sinnvolle Alternative, auf die man dann zugreifen sollte. Und das einzig Wichtige ist halt, die Leute dann darauf aufmerksam machen, aufzuklären, zu zeigen, was die Pflanze tatsächlich kann und nicht nur von den Faserqualitäten her, von wegen, ja, es ist reißfester und man stinkt nicht drin und es absorbiert die Feuchtigkeit besser und ist gegen UV-Licht oder was weiß ich. Das hat zwar enorm viele Eigenschaften, zwar auch als Faser, aber das, was halt drumherum geschieht, nämlich die Absorption von Kohlenstoffdioxid oder dass es die Böden auflockert für die Felder, dass es das Unkraut vernichtet, das sind alles Sachen, die man mit dem Hanfanbau schaffen kann und zwar auch hier lokal. Man muss nicht irgendwie nach China schauen. Es ist zwar momentan sinnvoll, aber theoretisch könnte jedes einzelne Land eine eigene, vernünftige Hanfindustrie haben und dort ihre eigenen Produkte herstellen und produzieren. Und das ist in meinen Augen halt auch die Nachhaltigkeit der Zukunft. Jedes Land sollte eine eigene Hanfindustrie haben und halt auch miteinander Handel betreiben. Jetzt ist es ja so, dass wir haben einen ganz fleißigen Zuschauer, der Daniel, der auch sehr viel Aktivismus eigentlich betreibt, gerade über den Chat, Hanf ist Frieden und Frieden macht Wohlstand und so weiter. Also uns der Punkt ist, wenn ich jetzt sowas mache, wie Daniel jetzt hier in dem Chat, dann erreiche ich eigentlich damit die Leute, die das entweder schon wissen oder die zumindest sowieso das Bewusstsein dafür schon haben. Schwieriger ist es natürlich, gibt es auch Möglichkeiten, diejenigen zu erreichen, die es nicht wissen wollen. Das macht man ja zum Beispiel mit einem Global Marijuana March, macht man das zum Beispiel, indem man durch eine Stadt zieht, weil dann hält man das Plakat auch mal jemanden vors Gesicht, der es eigentlich gar nicht sehen will. Und hat man auch solche Möglichkeiten mit Hanftextilien quasi Menschen zu erreichen, die es eben nicht interessiert. Also ich kann nur sagen, wir gehen halt auf Messen, auf Märkte, ob es hier Kunsthandwerkermärkte sind oder lokale Märkte, um den Leuten das zu erklären. Aber es ist wirklich schwer, die Leute zu bekommen, weil sie müssen ja umdenken. Mhm. Jetzt durch diese ganze Umweltgeschichte und die ganze, ich sag mal, Regionalität und so weiter, wird es besser. Also im Bereich ist nicht so schwierig als im textilen Bereich. Okay, dann will ich noch mal kurz zu Christine. Und zwar die letzte Frage, die ich in meiner Vorbereitung formuliert hatte, zieht auch so ein bisschen auf die Zukunft von Hanf im Textilmarkt ab. Jetzt abgesehen davon, ob das jetzt eine erfolgreiche oder eine sehr große, breit aufgestellte Zukunft oder auch ein Nischenmarkt sein wird. Ist das Hanftextil eigentlich quasi immer oder für immer quasi eine Art traditionelles Textil oder kann man es durch Verarbeitung oder andere Schritte in diese Hightech-Stoff, Hightech-Textilien, Gore-Tex und was weiß ich, wie diese ganzen synthetischen Geschichten heißen, die ganz bestimmte Eigenschaften haben. Das heißt, kann man dem Hanf bestimmte gewollte Eigenschaften so einimpfen? Er hat die Eigenschaften schon. Ja, ja. Na, auf jeden Fall. Also das ist auch unser Ziel, weiterzuarbeiten. Wir haben auch ein spannendes Textil mit einem Schweizer Unternehmen entwickelt. Diese Bentile-Technologie, das ist eigentlich auch eine
alte Technologie, also die schon über 100 Jahre, vor über 100 Jahren gemacht wurde. Das ist total dicht geschlagene Baumwolle, wo der Wind, also die stark windabweisend und wasserabweisend ist. Und die haben wir mit Hanfgarn geblendet, also gewebt. Und das Resultat ist gut. Also ist genauso gut. Also Hanf ist ja in der Hydraulik als wasserabweisendes Garn verwendet worden. Also die Idee lag ja nahe. Und ich habe heute den ersten Prototypen gesehen. Der ist genial. Also ist wirklich total cool geworden. Und aber das wird auch noch 2-3 Jahre dauern. Bitte? Wird es dann auch noch aber 2-3 Jahre dauern, bis man den in Serie erleben darf, oder? Oder also ist sowas schneller realisierbar? Also, ja, also wir werden das jetzt testen. Das, der Stoff ist extrem teuer für unsere Produktklasse. Mhm. Aber der Stoff ist schon im Angebot. Also das war eine Collaboration, also eine Zusammenarbeit. Wir hatten die Idee, weil wir einfach auch unterschiedliche Ansätze an die Faser hatten und haben gefragt, ob sie Lust hätten, das mit uns zu entwickeln. Und sie haben das gemacht und der Stoff wird angeboten. Und ich hoffe, dass auch wir die Möglichkeit haben, diese in einer Limited Edition oder in einer Form dann anzubieten. Aber das, das Schöne daran ist, dass der Stoff wirklich total schön ist. Also das ist einfach, ja. Petra, wie geht es bei dir weiter? Was sind so deine nächsten Schritte an neuen Kollektionen oder neue Produkte aufzustellen? Oder ich meine, messen ist ja im Moment nicht machbar, ne? Also wir wissen noch nicht genau, wie lange dieser Corona-Zustand anhält, aber messen ist ja und den Vertrieb stärken ist im Moment, glaube ich, eher schwierig. Was sind so deine nächsten Projekte für die nähere Zukunft? Ja, auf jeden Fall daran weiterzumachen. Wir wollen wieder in die Farbe gehen, Muster entwickeln, im Webstoff weiterkommen. Ja, ach, jemand hat gefragt, wie viel das Kleid kostet, vorher im Chat. Das Rote. Jemand hatte vorher übrigens im Chat gefragt, wie viel das Kleid kostet, was du hinter dir stehen hast. 139 Euro. So, ich hoffe, Frage beantwortet. Bestellung über Kanamoda. So, jetzt gebe ich die Frage aber auch gleich noch, weil wir jetzt eigentlich schon am Ende unserer Sendung sind, kurz noch an die anderen Beteiligten weiter. Was sind eure nächsten Projekte? Wie gesagt, Messen sind und Veranstaltungen sind ja wahrscheinlich für uns alle in nächster Zeit nicht drin. Was sind eure nächsten Versuche? Was macht Culture Sativa in der nächsten Zeit? Ja, also wir sind momentan halt auch dabei, Hanftextilien zu importieren. Zum Beispiel Hanf-T-Shirt, eins habe ich an. Wir sind auch an Papier, dann halt noch weiterhin die Aufklärung natürlich. Und was ich auch eben im Chat gelesen habe, der Henrik hat das ganz schön gesagt. Und zwar, man muss den Lebensstil mit Cannabis vorleben. Also ich arbeite zum Beispiel in der Universität, ich habe bei mir ein Pinboard, da habe ich einen Hanfzettel drauf, wo unser Logo drauf ist. Daneben steht dann ganz groß 100% Hanfpapier. Ich trage gerne Hanftextilien. Ich sage den Leuten auch direkt ins Gesicht, hey, klang das mal an. Wie fühlt sich denn das für dich an? Oh ja, schön, schön. Ich so, ja, das ist Hanf. Ja, wie Hanf? Ja, Hanf. Daraus kann auch Kleidung gemacht werden. Und so geht's einfach voran. Also es werden immer mehr Leute, die halt wissen, wie schön eigentlich dieses Textil halt dann letztendlich auch ist. Mhm. Und wenn man dann auch erzählt, was für Eigenschaften das auch im Anbau und so weiter hat, dann man kann die Leute überzeugen. Man muss ihnen einfach nur es vors Gesicht halten und ihnen halt zeigen, wie es sein könnte, theoretisch. Und ja, da sind wir halt momentan dabei und wir hoffen halt, dass wir dann in naher Zukunft dann auch die ersten Produkte haben. Und es wird sehr viel mit 100% Hanf natürlich sein, um einfach ein Statement auch abzuliefern, um zu zeigen, hey, man kann eine komplette Produktpalette haben aus 100% Hanf, theoretisch. Ja, okay. Und daraus baut man halt dann auf. Dann gehen wir jetzt zum Leon. Wie geht's im Himalaya weiter?
Ja, gute Frage. Also wir sind erfolgreich dabei, uns zurückzuentwickeln. Was heißt das? Erwartet. Den Stoff, den ich euch vorgezeigt habe, das ist unsere Neuentdeckung. Also wir sind ja Forscher und wir haben bisher einen chemisch und maschinell verarbeiteten Hanfstoff verwendet. So wie ähnlich wie die Stoffe größtenteils in China auch hergestellt werden. Und wir haben bei unseren letzten Dreharbeiten diese Dörfer entdeckt und uns entschieden, die Situation ist nämlich die, der Garn wird aus dem Dorf ganz billig eingekauft, in die Stadt exportiert von Brokern, die das meiste Geld verdienen. Und in der Stadt wird das chemisch verarbeitet, zum Stoff hergestellt und dann exportiert. Das heißt, das wenigste Geld geht zu den Ureinwohnern. Und wir haben uns jetzt entschieden, direkt bei den Ureinwohnern eine Art Ökodorffabrik aufzubauen und die Gewinne direkt zu den Ureinwohnern zu bringen und diese urigen Stoffe quasi zu fördern. Natürlich, die Ureinwohner wollen nicht alles mit der Hand machen, so wie ihre Vorfahren. Deswegen schauen wir, dass wir dort Maschinen aufbauen und einen Weg finden, mit geringstmöglich wenig Chemie oder gar keiner Chemie die Phase so weich zu bekommen, dass das dann auch marktfähig wird. Auf jeden Fall geht es darum, die Gewinne zu den Dörfern zu bringen und nicht zu den Brokern. Und da haben wir uns erfolgreich zurückentwickelt zu den Stämmen und Ureinwohnern. Genau. Und als letztes darf mir noch schnell der Robert die Frage beantworten und dann kommen wir gleich zu den Gewinnern von unserem Gewinnspiel heute. Danke. Ganz kurz zum Chat. Es gibt natürlich weiße Sportsocken aus Hanf. Aber nee, also was, ja, also die größten Herausforderungen, es ist ja so, wir bei Hempage, wir leben von Hanf Textil. Wir machen aber auch Forschung in anderen Bereichen über unsere Tochter, die Bast und Faser GmbH. Und wir suchen nach wie vor Begeisterte, die was beitragen können und wollen. Und um auf die Ingenieure zurückzukommen, also jeder Ingenieur, der das heute sieht oder vielleicht irgendwann auf YouTube, setzt euch mit uns in Kontakt. Ich weiß, wenn man den Beruf eines Ingenieurs ausübt, dann möchte man nach Feierabend am liebsten Fußballen oder Tennis spielen oder sonst irgendwas. Ja. Aber wer Spaß dran hat, ja, und bereit ist, quasi als Hobby noch etwas seiner Zeit und seines Wissens zu investieren, ich habe Herausforderungen für jeden von euch. Nicht schlecht. Wir konzentrieren uns momentan auf in unserer eigenen Forschung, die eben leider monetär wie auch zeitlich begrenzt ist, weil wir alle von was anderem leben müssen, ja, auf ein Kernproblem von dem, was wir glauben, das ist das Kernproblem schlechthin, ja, für die Faser, ob jetzt für Textil oder technische Anwendungen, egal. Aber es gibt gerade bei Textil 100 andere Herausforderungen. Und da ist es egal, ob einer wirklich gut ist, eben im Feinmaschinenbau, Aerodynamik, wir brauchen sogar Aerodynamiker, ob man es glaubt oder nicht, ja. Aber es gibt so viel zu tun. Und den größten Beitrag, den man leisten kann, ja, um die Pflanze nach vorne zu bringen, ist, die Technik auf den Stand zu bringen, so dass sich irgendwann jeder Student, ja, Hanf genauso leisten kann wie Baumwolle oder wie ein Polyester. Ja, und dazu brauchen wir Technik. Ja, also Leute, kommt hervorgerochen, nehmt euch Feierabend mal 2 Stunden Zeit, um an einer echten geilen Herausforderung mitzuarbeiten, ja, und Probleme zu lösen, die wir haben und bei denen die Großen leider nicht mitspielen, weil sie da kein Geld dahinter sehen. Danke euch. Mhm. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort, außer ich werde jetzt nochmal zum Schluss ein bisschen das Wort ergreifen und wir haben 7 Gewinner gezogen, wow. Die werden übrigens im Anschluss nach der Sendung, da ihr ja mit einer E-Mail registriert seid, werdet ihr angeschrieben und nochmal genau benachrichtigt. Ich darf aber trotzdem verraten, dass der Franz eine Boxershorts gewonnen hat, wow. Die Charlene einen Geldbeutel, die Maren eine Hanfjeans, der Lars einen Rucksack und Alvin, Doris und Stefan jeweils einen
Tabakbeutel aus Hanf. Und ich freue mich, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Gewinner haben, freut mich umso mehr. Und ich hoffe, dass diejenigen, die nichts gewonnen haben, fleißig auf die Seiten der Hanftextilerzeuger gehen und sich vielleicht dort ihre ersten Hanftextilien zulegen wollen und auch ein bisschen zu dem Produkt dann stehen und damit hausieren gehen bei ihren Freunden und ihren Nächsten, dass sie Textilien mit Hanf haben. Und dann danke ich meinen Gästen sehr, war sehr spannend. Ich entschuldige mich allen Zuschauern und auch meinen Gästen, dass es am Anfang ein bisschen sehr holprig war bei unserer 10. Jubiläumssendung. Irgendwann musste es mal ein bisschen Pannen geben. Und ich hoffe, dass ihr alle beim nächsten Donnerstag, am nächsten Roundtable wieder dabei seid. Und euch verabschiede ich jetzt in euren Feierabend. Der Robert wird jetzt noch an den technischen Problemen der Zukunft arbeiten. Der braucht noch 2 Stunden. Und ich freue mich auf euch, wie gesagt, nächste Woche. Gell? Tschüss. Danke. Ciao.